zu Gast in unserer ersten Sendung in diesem neuen Jahr. Eine junge Frau, die ein sehr lesenswertes Buch geschrieben hat. Außerdem Wolfgang Bosbach. Wir freuen uns auf den Bergdoktor Hans Siegel. Gemeinsam mit einem seiner wirklich besten Freunde Christoph Hinze und einer der besten Bergsteiger der Welt, Thomas Huber. Sie alle sind jetzt bei uns zu Gast. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu dieser ersten Sendung im neuen Jahr. Freue mich sehr, dass Sie alle dabei sind. Schönen guten Abend in die Runde. Schön, Sie alle hier zu sehen. Ja, willkommen zu dieser ersten Sendung, in der wir gleich zu Beginn einen Mann begrüßen, über den die Zeit neulich geschrieben hat. Hätte er nicht immer wieder den Fernsehzuschauern die Regierungspolitik verdeutlicht, sie wäre noch intransparenter erschienen. Einer der wenigen, die es schaffen, den schmalen Grat zwischen konservativer Tradition und billigem Populismus nie zu überschreiten. Und deshalb ist es gut, in bewegten Zeiten einen wie ihn zu fragen, was wir in diesem neuen Jahr besonders im Blick haben müssen. 2005 hätte ihn Angela Merkel um ein Haar zum Innenminister gemacht und sich dann im letzten Moment die ganze Sache noch mal überlegt. Auf die Frage, ob die Kanzlerin das Gefühl haben musste, er sei einfach zu renitent und zu aufmüpfig, sagte er: Ich glaube, wenn sie dieses Gefühl hatte, dann hatte sie recht. Herzlich willkommen, Wolfgang Bosbach. Freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Ja, und apropos aufmüpfig, ich könnte mir vorstellen, es gibt eine Menge Leute, denen schwer gegen den Strich geht, was sie zu sagen hat. Das merkt jeder, der ihre Streitschrift über die Emanzipation im Islam in die Hand nimmt. Denn in diesem Buch musste eine kritische Passage über eine islamische, türkische Organisation komplett geschwärzt werden. Das Buch ist vor allem eine Abrechnung mit einem rückwärtsgewandten Islam. Dieser Islam, sagt sie, verhängt moralische Maßstäbe vor allem über Frauen und Mädchen. Und dann der Satz: In manchen traditionellen Familien ist es schlimmer, wenn Zweifel an der Keuschheit der Tochter aufkommt, als wenn der Sohn wegen Drogenhandels im Gefängnis sitzt. Herzlich willkommen, Zineb El Masra. Freue mich sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Also, dann bei uns heute zwei, von denen wir sagen müssen, toll, dass Sie heute mal gemeinsam hier in der Sendung sind. Das ist selten, auch deshalb, weil Ihre gemeinsame Geschichte damit beginnt, dass Sie sich beide gegenseitig und wirklich leidenschaftlich doof fanden. Der eine hat etwas geschafft, das eigentlich kein vernünftiger Mensch mehr für möglich hielt, nämlich ohne Jodeln und ohne Lederhose so lässig durch den wilden Kaiser zu kommen, dass man plötzlich beim Kaffeekränzchen mit Verwandten wieder freiwillig zugibt, den Bergdoktor zu gucken. Der andere hat in seinem Leben immer wieder ganz radikal neu angefangen, frei nach dem Motto: Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit, ist Werber, Marketing-Experte, Vortragsredner. Richtig gut aber ist es, wenn Sie gemeinsam auf der Bühne stehen für einen satirischen Abend, wie Sie das nennen, ungeprobt, unverstellt, ganz Sie selbst und mit Schiss in der Hose. Und der schöne Satz dazu lautet: Lieber ein überlebender Schisser als ein toter Held. Herzlich willkommen, Hans Siegel und Christoph Hinze. Freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Ja, und beim Stichwort Bergdoktor. Beim Stichwort Bergdoktor ist es gut, ihn heute Abend hier zu haben. Das Problem ist nur, da wo er raufsteigt, kommt auch der Bergdoktor nicht mehr hin. Er und sein Bruder Alexander gelten seit Jahrzehnten als zwei der besten Bergsteiger der Welt. Und für das staunende Publikum sah das von unten immer so aus: überirdisch, unbesiegbar, langes Haar flattert im Wind. Und lange bevor diese Wahnsinnstypen selbst auftauchen, ist der Bizeps schon auf dem Gipfel. Doch ausgerechnet dieser Übersportler hat jetzt gleich zweimal erfahren müssen, wie zerbrechlich das Leben ist. Er selbst: Absturz aus 16 Metern, Intensivstation. Er sagt dazu: Seitdem weiß ich, es ist gar nicht so schlimm zu sterben. Schlimm ist, was du zurücklässt. Noch auf der Intensivstation allerdings hat er dann schon die nächste Expedition nach Pakistan geplant. Und die Frage ist: Was treibt so einen an? Mit fast 50 Jahren, herzlich willkommen, Thomas Huber. Freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Also, ihr werdet euch gut verstehen. Bevor wir aber gleich reingehen, haben viel zu besprechen heute an diesem ersten Abend, muss ich direkt Wolfgang Bosbach fragen. Heute die Nachricht vom Tod Roman Herzogs, die berühmte Ruckrede von 97. Ja. Muss wieder so ein Ruck durch Deutschland gehen? Oder anders gefragt, könnte man diese Rede im Moment jeden Tag halten? Man müsste sie sogar jeden Tag halten, weil wir
leben mitten im Übergang von der Industriegesellschaft zur Wissensgesellschaft. Das Leben auf dieser Erde ändert sich dramatisch. Und wenn Deutschland Schritt halten will mit vielen Veränderungen, die es weltweit gibt, dann müssen wir uns enorm anstrengen. Ja. Roman Herzog, wenn man den mal politisch bewertet, das war immer so ein Unbequemer, so ein Mahner. Einer, der hat das nicht penetrant gemacht, fand ich immer, aber auf eine sehr subtile und dann aber auch eindringliche Art und Weise. Er hat vor allen Dingen immer eine ganz bewusst, nicht schlicht, aber doch einfache Sprache gewählt. Damit hat er auch viele Menschen erreicht. Ironie war ihm nie fremd. Er hat auch immer mit einem gewissen Augenzwinkern gesprochen. Das hat ihn mir sehr sympathisch gemacht. Mhm. Und er hat auf jedes Pathos verzichtet. Das ganze Hofzeremoniell war ihm eher fremd. Aber er war immer ein Patriot im besten Sinne des Wortes. Auch noch nach seinem Ausscheiden aus dem Amt. Patriot im besten Sinne, was heißt das denn im Falle oder im Sinne von Roman Herzog? Einer, der mehr tut als seine Pflicht für sein Land. Nachdem er nicht mehr Bundespräsident war, hat er sich stark engagiert im Konvent für Deutschland. Und ein Patriot ist etwas anderes als ein Nationalist. Der Nationalist erhebt sich über andere Länder, Nationen, weil er glaubt, er sei etwas Besseres, weil er einer bestimmten Nation entstammt. Ein Patriot liebt sein Land, und Vaterlandsliebe ist eine gute Sache und hat mit Nationalismus nichts zu tun. Und es ist interessant, dass wir an einem Tag, an dem wir an Roman Herzog denken, auch über solche Begriffe plötzlich wieder ganz anders sprechen und die auf der Agenda sind. Wenn wir über Roman Herzog sprechen, letzte Frage dazu, geht es dann auch um die Frage, wie viel Haltung, wie viel Meinung muss sein, was ist wichtig, um überzeugend zu sein als Politiker? Er hat immer für seine Überzeugung gekämpft, nicht nur als unser Staatsoberhaupt, sondern auch als CDU-Politiker, als Minister und auch dann, wenn es einmal Gegenwind gab. Ich glaube, die Menschen schätzen eine klare Position, auch wenn sie vielleicht in der einen oder anderen Frage diese Position nicht unbedingt teilen. Also, dann lass uns ins Hier und Jetzt, und den Innenpolitiker Bosbach würde ich jetzt gleich zu Anfang ungern mit der Frage konfrontieren, was er zu dem sagt, was an Silvester in Köln los war. Ich will gerne Sie direkt fragen, wo waren Sie an Silvester, Herr Bosbach? Man sieht es noch etwas, ich war südlich von Köln. Südlich von Köln? Ich habe mir einen großen Wunsch erfüllt. Wir haben nicht die Weihnachtsfeiertage, aber den Jahreswechsel in Kuba verbracht. Und das war eine der interessantesten Reisen, die ich in meinem Leben jemals gemacht habe. Insbesondere die Fahrt nach Havanna war in mehrfacher Hinsicht eindrucksvoll. Ja. Das war ja eine der schönsten Städte der Welt. Weite Teile leider total verkommen. Ja. Aber jetzt entsteht wieder vieles in neuen Glanz. Und ich glaube, in 5 oder 10 Jahren wird jeder sagen, was für eine tolle Stadt. Und es ist auch lustig, dass Sie im Alter plötzlich vernünftig werden. Plötzlich entdecken Sie den Sozialismus für sich. Ja. Das fand ich auch so lustig. Bodo Ramelow, gehört ja nicht meiner Partei, sondern also Linkspartei, hat mich eingeladen, hat gesagt, schöne Grüße aus dem real existierenden Sozialismus. Da hat er gemeint, da treffen sich zwei Konservativen. Die Konservativen vom Kommunismus und der konservative Christdemokrat Bosbach. Ja. Also herrlich. Also als Sie zurückgekommen sind nach Köln, haben Sie sich, um jetzt kurz ernsthaft zu werden, vermutlich mit dem beschäftigt, was an Silvester in Köln los war. Wie bewerten Sie das denn, auch diesen Aufwand, diese seltsame Atmosphäre, die Leute dort beschreiben? Der Aufwand, Sie meinen jetzt an Personal und Technik? Ja, den Aufwand, den du an Personal und Technik, ja, so wie Sie es ausdrücken, brauchst, um einfach sicherzustellen, dass ein paar Menschen einfach nur einen Jahreswechsel begehen können. Mir tut das von Herzen leid, und ich hoffe nicht, dass der Kölner Dom auf Dauer zu einem Hochsicherheitstrakt umgerüstet werden muss. Denn gerade die Stadt Köln ist ja bekannt für fröhliches, ausgelassenes Feiern und nicht nur zwischen dem 11.11. und Aschermittwoch und Feiern. Und eine solche Polizeipräsenz, die wirklich im wahrsten Sinne des Wortes notwendig war, schließen sich eigentlich gegenseitig aus. Ich fürchte, wir werden beim Straßenkarneval Rosenmontagszug einen ähnlichen Sicherheitsaufwand treiben müssen. Leider. Was passiert da gerade mit uns? Ist das ein Erfolg? Ist das etwas, ein Zustand, an dem wir uns gewöhnen müssen? Ist das etwas, von dem man sagt, na gut, irgendwann werden wir wieder zur Normalität zurückkehren, was auch immer das bedeutet? Oder ist das, dieses alte Leben, diese alte Atmosphäre vorbei, zu Ende? Jedenfalls in dem Zeitraum, den wir jetzt in dieser Runde überblicken können, fürchte ich, dass wir nicht zur Tagesordnung übergehen können. Sowohl Bund als auch Länder. Mhm. Der Bund alleine wird ja in 4 Jahren 20% sein Personal aufstocken. Bundespolizei, Bundeskriminalamt um 20%. Personal auch bei den Ländern muss gestoppt werden. Jetzt gibt es dort einen enormen Aufwuchs. Wir rüsten die Polizei auch technisch auf, auch zum Eigenschutz der Beamtinnen und Beamten. Und
Es wäre schön, wenn wir eines Tages wieder sagen könnten, das alles brauchen wir nicht mehr. Wir haben oft gesagt, Deutschland wird sich verändern. Ich fürchte, Deutschland hat sich schon verändert. Aber ob das eine Veränderung zum Besseren ist, das weiß ich nicht. Und ich frage mich auch ganz kritisch, meine Haltung zu den Themen ist bekannt. Wenn es wieder einmal einen Anschlag geben sollte, was die Sicherheitsbehörden und der liebe Gott verhindern mögen, was machen wir dann? Noch mehr Videotechnik, noch stärkere Bewaffnung der Polizei, noch höhere Betonsperren bei großen Festen. Irgendwann sind doch auch unsere Abwehrkräfte erschöpft und haben die Menschen das Gefühl, sie leben nicht mehr in dem freien Land, in dem sie gerne leben würden. Wie beurteilen Sie denn diesen Maßnahmenkatalog, den Herr Maas, Justizminister, heute vorgestellt hat? Fußfesseln, verschärfte Abschiebehaft und so weiter. Zunächst einmal bin ich heilfroh, dass es da jetzt kein langes Parteiengezänk gibt, sondern dass die beiden sich schnell geeinigt haben. Es zeigt leider erneut, wie nach den Vorfällen Silvesternacht Köln 2015, 2016. Wenn was passiert, geht es ganz schnell. Wenn nichts passiert, gibt es jahrelange Debatten, ohne dass die Politik sich bewegt. Ich halte sowohl die Fußfessel bei der Überwachung der sogenannten Gefährder für richtig mit Meldeauflagen. Alleine wird man das Problem nicht lösen können, weil die Überwachung von Personen, die sogenannte Observation, mit einem gigantischen Aufwand an Personal verbunden ist. Für eine Person brauchen wir zwischen 25 und 30 Sicherheitskräfte. Auch die erweiterte Möglichkeit der Abschiebehaft ist richtig, denn Herrn Amri mussten wir ja, ist kein Vorwurf, es war so, aus Rechtsgründen aus der Abschiebehaft entlassen, weil die Abschiebung zunächst nicht erfolgen konnte, weil keine Passpapiere ausgestellt worden waren. Das ist alles für Menschen, die da nicht so drinstecken im Detail wie Sie, sehr schwer nachvollziehbar. Wir werden gleich im Detail auch darüber sprechen. Ich würde da vorher gerne, weil das Ganze ja auch immer eine andere Seite hat, Frau El-Masra fragen, die heute unser Gast ist. Tochter zweier klassische Einwanderergeschichte. Ihre Eltern stammen aus Marokko. Sie sind Deutsch-Marokkanerin, so haben Sie, das ist eigentlich die richtige Bezeichnung. Sie sind hier geboren, haben einen deutschen Pass. Was denken Sie, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie die Debatte um Köln, um die Sicherheitsvorkehrungen, auch um die Frage, kommt da möglicherweise eine ganze Gruppe von Menschen unter so einen Generalverdacht? Was geht Ihnen dabei durch den Kopf? Also in der marokkanischen oder generell maghrebinischen Community ist man genauso gespalten, wie ich zum Teil auch gespalten bin. Wie diskutieren Sie das mit Ihren Freunden? So wie die meisten das diskutieren. Also wir sind da indirekt ja auch betroffen, weil wir dieser Gruppe ja ethnisch zumindest angehören. Und wir kennen aber natürlich durchaus innerhalb unserer eigenen Community auch die Probleme. Also jeder Frau ist es irgendwie schon mal passiert, dass man in Algerien, Tunesien oder Marokko in irgendeiner Form flirtet, wenn das ja noch die harmlose Version, aber durchaus verfolgt wird und so weiter. Das ist ein Teil der Realität. Aber das, was jetzt auch ein bisschen passiert, ist einfach diese Generalisierung. Und das ist auch, glaube ich, etwas, was man durchaus auch diskutieren darf. Also als sozusagen so ein Aufschrei, den ich auch sehr hysterisch empfunden habe, wo auch vieles noch gar nicht geklärt war. Ich bin in vielen Punkten auch sehr konservativ und old-fashioned, wo ich mir auch denke, die Polizei muss auch nicht jeden Schritt irgendwie per Twitter auch kommentieren. Also es ist ja genauso, wenn eine Razzia stattfindet, dann twittert man oder facebookt man den ja auch nicht an, wir taggen und wir sind in 15 Minuten da. Also manche Dinge, glaube ich, braucht man auch in der Form gar nicht zu kommunizieren. Ja. Es war wahrscheinlich auch nicht sehr klug, diesen Begriff NAFRI, also der für nordafrikanische Intensivtäter steht. Bei manchen ist das schon irgendwie so in so einen Alltagsgebrauch gerutscht. Ein türkischstämmiger Freund hat mich zum Neujahr mit Frohes Neues, Frau Nafri, sozusagen beglückwünscht. Und natürlich kann man im Moment auch kurz drüber lachen. Also man steht da ja auch über den Ding. Aber für muslimische bzw. nordafrikanische oder Männer, die in irgendeiner Form südländisch, vor allem aber eben maghrebinisch aussehen, passiert was in ihrem Alltag. Und es gibt viele Männer, die finden das sehr, sehr problematisch. Sie können auch verstehen, dass die Sicherheitsvorkehrungen jetzt zunehmen. Mhm. Sie können auch die Eingriffe, die eben dort am Domplatz, aber durchaus auch in vielen anderen Städten, das war ja jetzt nicht nur in Köln. Genau. Köln hatte jetzt nur die maximale Aufmerksamkeit. Richtig, weltweit Aufmerksamkeit. Und es gab natürlich auch die Diskussion, übrigens auch in vielen Ländern, also in Marokko wurde das durchaus diskutiert, ging auch medial durch die Presse. Also es ist natürlich schon, man weiß, es muss was getan werden. Es gibt auch eine Erwartungshaltung gegenüber der Polizei, zumal natürlich auch Maghrebinerinnen davon betroffen sind. Also in Düsseldorf haben wir die sogenannte Klein-Marokko-Ella-Straße. Da sind selbst Marokkaner, die in der dritten Generation schon leben, durch diese Kriminellen ja auch betroffen. Also sie werden in ihren Supermärkten ausgeraubt, Taschendiebe sind dort auch aktiv.
Aber was natürlich schon auch bedacht werden muss, und da möchte ich auch jetzt nicht, dass man irgendwie das Gefühl hat, wenn man das kritisiert, eben dieser durchaus rassistische Blick, der dann auch mitschwingt, wenn jetzt plötzlich alle Frauen das Gefühl haben, ich muss mich von dunkler pigmentierten Herren irgendwie fernhalten, am besten nicht mit ihnen sprechen. 58% aller Frauen, nur kurz als Einschub, fühlen sich nicht mehr sicher. Genau. Das ist ein Problem, wenn du dich nicht mehr sicher fühlst. Es geht ja auch ein Gefühl ist ja ein Fakt dann in dem Moment, genau, für dich ganz persönlich. Führen Sie diese Umfrage jetzt, weiß ich nicht, ein halbes Jahr später, wenn diese Debatte wieder abgeflacht ist, nochmal, dann werden es vielleicht durchaus weniger sein. Das hat natürlich jetzt auch ein bisschen mit der aktuellen Debatte zu tun. Ja, und auch und mit wir der alle medialen, diskutieren. Also wir diskutieren als Nicht-Muslime, als Nicht-Maghrebiner über dieses Thema. Also es ist überall präsent. Und wir müssen, glaube ich, einen Weg finden, auf der einen Seite durchaus Racial Profiling zu diskutieren. In dem Fall gibt es eine Vorgeschichte, da kann also man jetzt auch nicht... Racial Profiling, etwas, was in den USA teilweise stattfindet. Das heißt, wenn du als Schwarzer in einem Auto sitzt in bestimmten Gegenden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du von der Polizei angehalten wirst, deutlich höher. Einfach mal sagt, aufgrund deines Aussehens, nur aufgrund deines Aussehens, habe ich Grund, dich anzuhalten. Finde ich aber schwierig. Hat in Amerika auch was gemacht mit der Gesellschaft. Ist aber auch hier in Deutschland alltäglich. Also wenn Sie am Bahnhof in Dortmund, in Berlin irgendwie unterwegs sind, dann wird schon eher dann mal derjenige rausgefischt, der eventuell irgendwie ein bisschen dunkler aussieht und eventuell eine Einwanderungsgeschichte hat. Das hat man ja in Köln auch gemacht, aber das hat ja einen ganz konkreten Hintergrund. Und ich tue mich immer so wahnsinnig schwer damit und würde Sie auch gerne fragen, ob es Ihnen da ähnlich geht, der deutschen Polizei Rassismus zu unterstellen. Ich erlebe immer wieder deutsche Polizeibeamte, die alles sind, aber nicht rassistisch. Fand auch diese Debatte unsäglich, die von Frau Peter da losgetreten worden ist, weil es darum ja letzten Endes auch gar nicht ging, um die Frage, welches Kürzel, welche Sprache benutzt du da im Zweifel im Polizeifunk oder was auch immer. Sondern das ist doch eine Zustandsbeschreibung. Da hat ja etwas stattgefunden. Und Sie haben eben gerade sehr genau zugehört. Sie haben eben gesagt, als Frau kenne ich dieses Phänomen. Damit bin ich immer wieder konfrontiert gewesen. Was heißt das denn? Also ich sage, das ist nicht... Sind Sie anders gefragt? Sind Sie überrascht oder irritiert davon, wie schwer sich so eine deutsche Gesellschaft tut, so etwas teilweise konkret beim Namen zu nennen und es immer wieder wegschiebt und sagt, lass uns da lieber nicht auf diese Art und Weise drüber sprechen? Nein, es gab ja einen großen Zuspruch ja gegenüber auch der Polizei. Jetzt, also, aber vorher meine ich jetzt, weil die Zuständigen Köln mit genau diese Herrschaften, über die wir da sprechen, mit den Herrschaften, die gibt es ja schon lange, die sind bekannt, seit Jahren bekannt. Sie sind übrigens schon seit 2013, gibt es eine ganze, also die Polizei in Düsseldorf beispielsweise, also dieser NAFRI-Begriff ist ja viel, viel älter als jetzt diese Lass uns diesen Begriff weglassen. Genau, ich will nur sagen, das Problem ist schon lange bekannt und vor allem ist sie vor allem auch in der marokkanischen Community, beispielsweise in Düsseldorf, ja auch schon oft an die Polizei herangetragen worden. Also es ist quasi selbst in der eigenen Community schon ein Problem gewesen. Ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, dass die Polizei das nicht machen darf in der Form. Man kann da jetzt auch nicht jeden irgendwie rausfischen und jeden kontrollieren. Das geht vielleicht am Flughafen, wo jeder mal durch einen Sicherheitscheck muss. Dann gibt es so punktuell jemanden, den man so rausfischt. Das ist da irgendwie nochmal anders. Mhm. Ich glaube, da muss irgendwie eingegriffen werden. Und die Erwartungshaltung gegenüber der Polizei war von allen Seiten groß. Die war gigantisch. Die Polizei konnte eigentlich fast nur Fehler machen. Und ich finde, die haben in dem Zusammenhang sehr vieles richtig gemacht. Genau, und ich habe jetzt auch kein Konzept, also ich könnte jetzt auch kein Gegenkonzept sagen, so hätten Sie es besser machen können. Aber können Sie mir einmal versuchen? Was wir aber, glaube ich, schon, und das möchte ich noch hinzufügen, was, glaube ich, schon stattfinden muss, bei so einer großen Aktion gibt es ja immer eine Nachbesprechung und Nachbewertung. Mhm. Und ich glaube, da wäre es zum Beispiel auch immer sinnvoll, da vielleicht auch gewisse Experten, auch durchaus Rassismusexperten mit einzubinden, um vielleicht für die Zukunft einfach auch auf gewisse Dinge vielleicht nochmal hinzuachten. Das ist einfach alles. Ich glaube, trotzdem, und das meinte ich eben mit dieser sehr emotional reißerischen, wo man auch ganz oft den Eindruck hatte, hier sucht jemand auch nur einen Anlass, um wieder die Polizei doof zu finden. Mhm. Also das sind, glaube ich, so zwei Punkte, die hier zusammenkommen. Das ist das eine. Aber trotzdem muss man und darf man. Und das finde ich ist eben auch, das macht Deutschland. Und die zweite Kameraeinstellung sind dann die Close-ups. Mhm. Und zudem also ich dann Aufnahmen. Die Nahaufnahmen. Und zudem habe ich wieder Fixseile anbringen müssen für die Kameramänner. Und das habe ich dann auch wirklich ganz gewissenhaft gemacht. Ich habe mein Spezi dann abgelassen mit einem 60-Meter-Seil, kam auf dein Band, ist dann abgestiegen, unten in den Wald rein, hat dann auf mich gewartet. Und ich habe dann diese Kamerapositionen, das Seil dann in die Wand hinein fixiert. Die steigen dann an Steigklemmen auf. Und dann, ich war in der Wand tagtäglich unterwegs, habe da viel trainiert, habe gewusst, das Seil ist immer lang genug. Mhm. Und ich hatte ein Seil jetzt bei mir,
das ich nicht gekannt habe. Aber ich habe gedacht, das ist lang genug. Passt. Und Seil ab und schau noch. Und auf einmal ziehe ich das Abseilgerät durch. Und dann macht es Teng und ich stürze ab. Und ich meine, das war eigenartiges Gefühl, also ich, das war keine Angst, da ist gar nichts dabei, sondern ich habe einfach gemerkt, wie ich kopfüber runterfalle und innerhalb kürzester Zeit bin ich dann unten aufgekommen, sitze dann da. 16 Meter, ne? Und es waren dann gemessene 16 Meter. Und ich habe diesen Aufprall gar nicht einmal gespürt. Ich habe dann nach links, nach rechts geschaut und auf einmal kam dann mein Freund zu mir und hat gesagt, Thomas, um Gottes Willen, bleib sitzen, wir holen die Bergwacht. Ich habe gesagt, scheiße, mein Finger war luxiert. Und das ist das Einzige, was ich wahrgenommen habe, dass mir wirklich was passiert ist. Bin dann aufgesprungen und bin dann vom Berg runtergegangen. Und meine Freunde wollten mich dann noch stoppen und dann habe ich einfach nur noch gesagt, nein, ich möchte runter, runter, bitte hol's die Rettung, weil ich einfach Angst gehabt habe, dass mein Finger derartig nachhaltig dann geschädigt ist, dass ich nicht mehr klettern konnte, weil Klettern ist ja mein Leben. Und dann, als ich dann eine halbe Stunde später unten auf der Straße war, kam dann die Rettung und die haben mich dann ins Krankenhaus Traunstein gefahren und die Ärzte haben dann festgestellt, dass es nicht der Finger war, sondern so. Es war ein Schädelbruch, ja. Ein Schädelbruch. Und das große Glück war, dass ich selber gegangen bin, dass ich so schnell im Krankenhaus war, dass dieses Ödem nicht die Struktur meines Gehirns zerstört hat und dass ich eigentlich dann nach der OP aufgewacht bin und alles war okay. Aber dieses Ding, das hat zumindest im ersten Moment was mit dir gemacht. Du bist wenig später noch mal allein zu dieser Wand. Ja. War ein Kameramann dabei, der dann dich begleitet hat. Und wenn man dich da sieht, du erklärst dort, wo du abgestürzt bist und so weiter, dann ahnt man, was da in dir vorgegangen sein muss. Wir schauen mal kurz rein. So, jetzt bin ich da an der Stelle, wo mir das passiert ist. Und da drüben habe ich noch einen Karabiner geholt. So. Und ab dann bin ich wieder rüber gependelt. Und dann habe ich mich so langsam mit dem Krieger runtergelassen. Und dann habe ich da unten schon das Band gesehen. Ja. Und dann war das Seil aus. Das ist, wie gesagt, das Seil, das dann zu kurz war und da ist es runtergegangen. Und unten, wo der Baumstumpf ist, da bin ich dann liegen geblieben. Also eine Sache muss ich noch sagen, ich bin wirklich in extrem schwierigen, gefährlichen Situationen unterwegs und wenn du dir dieser tödlichen Gefahr am Berg, beim Klettern oder so einfach bewusst bist, dann bist du ja sicher unterwegs. Gefährlich ist es eben dann, wenn du glaubst, in der absoluten Sicherheit zu sein. Und ich kann ja sagen, wie ich abgestürzt bin. Es war barfuß, mit der kurzen Hose, nackter Oberkörper, ohne Helm, ohne gar nichts. Und dass ich das überlebt habe, so im Nachhinein bin ich da wirklich dahin gefahren alleine. Das habe ich alles selber gedreht mit meinem Handy. Ich habe einfach gemerkt, normalerweise dürfte ich jetzt nicht leben. Also das, was da passiert ist, das ist so ein Wunder. Und irgendwo glaube ich, dass mich irgendjemand aufgefangen hat da unten. Und ich muss sagen, ich war sowas von dankbar im Nachhinein. Und viele sagen, ja, du musst da was lernen dafür. Ich sage, ja, ich lerne dafür, dass ich Spaß habe am Leben und dass ich jeden Moment des Lebens genieße und vor allem mit meinen Freunden, mit meiner Familie, mit meinen Kindern und ich hinterfrage mich nicht die ganze Zeit, weil viele sagen immer, um Gottes Willen, was hätte passieren können? Hey, verdammt nochmal, mir ist genau das passiert. Ich habe überlebt und zwar total gut. Ja. Du hast mal gesagt, Thomas, Du hast mal gesagt, Extrembergsteigen bedeutet eigentlich nur, dass man sich permanent mit dem Tod auseinandersetzt.
Extrembergsteigen heißt eigentlich, dass man erst einmal neugierig ist, dorthin geht, vielleicht wo viele nicht hingehen können. Mhm. Und wir spielen da irgendwo auch Entdecker und wir haben eine Fertigkeit, wir haben vieles in unserem Leben erfahren dürfen. Und genau unser Können möchten wir in diesen schwierigen Wänden erleben. Und auch, wir wollen auch da bestehen. Mhm. Und mit unseren Freunden, mit den Bergkameraden, können wir wirklich dann schwierigste Wände meistern. Mhm. Du hast mal gesagt, das ist wie eine Sucht. Das ist die Suche nach dem perfekten Moment. Ja klar, das ist... Ein Moment von Vollkommenheit, so hast du es genannt. Was heißt denn das? Der Moment der Vollkommenheit heißt, absolut das Gefühl von Glück zu erfahren, wenn man oben ist. Und um was geht es denn letztendlich im Leben? Also wir können noch viel diskutieren, aber letztendlich die Essenz des Lebens ist einfach, dass man glücklich ist und dass es dann gut geht, dass man lachen kann. Und wenn ich dann mit meinem Freund wirklich irgendwann oben stehe, mit meinem Bruder oder mit meinem anderen Kameraden oben stehe am Gipfel und wir sagen können, wir sind jetzt in eine Welt eingetaucht, wo vor uns noch keiner gewesen ist, das ist dann so ein unglaublicher Moment, der ist so unbeschreibbar. Aber genau dieses Unbeschreibbare macht das Leben so spannend, so lebenswert, so unglaublich. Und wenn mir irgendjemand dann sagt, du gehst in die Berge und du weißt hundertprozentig, dass du das schaffst, ist eigentlich schon gar nicht mehr interessant. Es ist genau diese Ungewissheit, das ist das, was so interessant, so spannend macht. Ist die Möglichkeit, also ich habe mit Wilhelm Schmid, dem Philosophen, aber mal über den Tod gesprochen, hier in der Sendung. Und er sagte, der Tod ist ungeheuer sinnvoll, philosophisch betrachtet, weil erst der Tod macht das Leben wirklich wertvoll. Und da ist natürlich unheimlich viel dran. Der Tod macht dich unglaublich präsent, du bist sehr wach, du schärfst alle Sinne, weil wenn du an der Grenze unterwegs bist, dann weißt du ganz genau, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann war es das. Und deswegen glaube ich, dass Extrembergsteigen eigentlich eine ganz sichere Angelegenheit ist, weil man dann eigentlich immer weiß, was man tut und auch im richtigen Moment auch Nein sagen muss und soll. Ich meine, ich habe 3 Kinder, da haben wir eine wunderbare Frau, da haben wir eine perfekte Familie, ein Familienkonstrukt. Und ich habe auch die Verantwortung für meine Familie und ich möchte mit meiner Familie auch alt werden. Und deswegen sagst du auch, Sterben ist eigentlich gar kein Problem. Das tut nicht weh, das geht im Zweifel ganz schnell. Ich hab das jetzt wirklich erfahren. Also ich habe mir dann nämlich auch die Frage gestellt, was wäre, wenn es so gewesen wäre? Es wäre so passiert. Es hätte nicht wehgetan, da wäre keine Angst dabei gewesen und wir werden alle sterben. Hast du das mitgekriegt, Thomas, diesen Sturz, diesen Moment, das bewusst erlebt? Jeden Moment mitbekommen, aber das läuft ab wie ein ganz surrealer Film. Und wir machen da viel zu viel Zinnober über das Sterben, weil wir alle müssen sterben. Wir werden diesen Schritt gehen und letztendlich wird dieser Schritt nicht wehtun. Das, was wehtut, ist das, was du hinterlässt. Und deshalb habe ich erfahren, ich bin ja dann verrückterweise dann später nach Pakistan gefahren. Du hast 3 Wochen später, das nur mal ganz kurz fürs Protokoll. Drei Wochen später nach meinem Unfall war ich schon wieder beim Berglaufen, das wo jeder gesagt sagen. Hat, du spinnst. Genau. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe etwas gebraucht, um wieder zurückzukommen zum Leben. Und ich finde, man muss verrückt sein und... Man braucht immer im Leben etwas Unmögliches. Und für mich war klar, die Expedition war schon geplant. Ich liege auf der Intensivstation und ich habe dann sofort einen Arzt gefragt, geht es vielleicht nach Pakistan zu fahren? Der hat gesagt, du bist verrückt, du bist der Wahnsinn. Doch, das funktioniert. Ja? Und, und ich muss ehrlich sagen, ich habe dann einen Freund gehabt, einen Neurologen, der hat zu mir gesagt, Thomas, dieses Projekt gehen wir an. Aber wenn ich irgendwas entdecke, sei nicht traurig, wenn du Nein sagen musst. Dann habe ich gesagt, na, nix da, ich bin mutig, ich gehe, ich schaue nach vorne, aber ich habe auch den Mut, Nein zu sagen und ich respektiere das auch. Mhm. Und, ihr habt dann ihre Tests habt ihr gemacht, ne? Muss man schon ein bisschen zusammen mit, ihr habt getestet, ob man irgendwann einen epileptischen Anfall... Sauerstoffsättigung 3 Stunden auf zwischen 50% und 60% Sauerstoffsättigung im Blut. Also da bist du im Delirium, hängst du da, dann haben wir EEG gemacht und dann haben wir MRT gemacht. Ihr habt versucht, einen epileptischen Anfall künstlich zu erzeugen. Ja, genau. Um zu schauen, ob im Kopf noch alles richtig ist. Ja, und ich habe
Ich habe bis 10 zählen können in diesem Stadion. Also ich hab noch gewusst, wie ich heiße, mein Geburtsdatum, und es war alles noch okay. Ja? Das ist Wahnsinn. Ja, wenn man da mal drei Stunden. Das ist die Weite als viele andere. Wenn man drei Stunden. Ich habe den Namen meiner Frau gewusst. Nein, wenn man drei Stunden kurz vorm Abkippen ist, da ist man komplett weg. Und ich habe keine Anzeichen einer Epilepsie gehabt. Dann hat mein Arzt gesagt, Thomas, du kannst da fahren. Und ich bin mit so einer, ich sage euch eins, ich bin nicht gefahren, um ein Held zu sein. Ich bin gefahren mit voller Dankbarkeit nach Pakistan zu diesem Berg, der mein Herz gefangen hat, zum Latok 1. Es hat mir so Spaß gemacht. Und ich war nur noch so dankbar, dass ich leben konnte. Und auch meine Familie hat mich dabei unterstützt, weil sie einfach gesagt haben, hey Thomas, du bist der wohl der Hund. Und jetzt fahr da hin, mach Urlaub, was auch immer du da magst. Vielleicht gehst Bergsteigen, werden wir sehen. Aber auf jeden Fall konnte ich da hinfahren. Schau mal, Das ist ein Wahnsinn. Ja, das ist unglaublich. Was auch kommt, so noch besser, gibt es auch in Bewegt. Vielleicht können die Kollegen das einmal kurz zuspielen. Und währenddessen erzählst du mal, Thomas, was die Idee war dieser Tour. Die Idee war eigentlich, die Latok 1 Nordwand zu durchsteigen mit meinem Team. Aber als wir dann ins Basislager gekommen sind, habe ich erfahren, dass zwei amerikanische Freunde, die bereits schon im Basislager waren, die ich sehr gut kannte, am Ogre 2 vermisst wurden. Und ich habe mit den Hinterbliebenen dann telefoniert, also noch nicht Hinterbliebenen, mit der Freundin vom Kyle Dempster und Scott Adamson und mit den Eltern, und die haben dann gesagt, Thomas, bitte helf uns. Und wir haben wirklich unsere Ziele hinten angestellt, weil jetzt im Vordergrund war, sie zu retten. Und ich bin mit dem Helikopter, mit einer Equerel von pakistanischem Militär, bis auf eine Höhe von 7200 Meter geflogen. Wir haben den ganzen Berg abgeflogen. Und wirklich auf persönliches Risiko, dass das vielleicht auch in meinem Kopf noch irgendwas auslösen könnte, das habe ich alles weggesteckt und habe einfach nur noch gesagt, jetzt muss geholfen werden. Aber leider konnten wir von den beiden nichts mehr finden. Das heißt, ihr habt eure eigentliche Expedition, die habt ihr bleiben lassen? Erstmal hinten angestellt. Ihr habt dann die Toten nicht mehr gefunden, aber ihr habt Skier gefunden von den beiden. Ich habe die Skier gefunden, aus denen habe ich dann ein Kreuz gebaut und habe es in ihr Basislager gestellt, als Andenken. Und das war wirklich dann ein harter Moment, den Eltern und ihren Liebsten zu sagen, dass ihre Söhne oder ihre Geliebten nicht mehr kommen. Und da habe ich dann plötzlich die andere Seite des Todes gespürt. Das, was du hinterlässt, ist beim Sterben das Schlimme. Nicht das, wo sie jetzt sind. Ihnen geht es vermutlich sehr gut. Sie sind in einer unglaublichen Landschaft integriert. Ihre Seelen sind frei. Aber es war für mich ein brutal harter Moment. Und diesen harten Moment konnte ich vielleicht auch nur bewältigen oder so, dass ich selbst Bergsteigen gehe. Und dann sind wir eben zum Ogre 2 gegangen und genau zu diesem Berg, wo sie jetzt sind, um vielleicht noch Antworten zu finden über ihre gedachte Abstiegsroute, über die West Ridge. Aber was sagt man denn den Angehörigen, Lebensgefährtinnen? Wie gibt man denen das Gefühl, dass das irgendwie einen Sinn hatte? Ich habe geweint und habe der Jewel, der Freundin von Kyle, gesagt, dass ich nichts gesehen habe. Und das war, und ich habe ganz genau gewusst, in Amerika sitzen die jetzt da gerade mitten in der Nacht. Und ich war bei der Trauerfeier dann drüben in Amerika später, dann nach der Expedition. Und ich habe dann gewusst, es waren ungefähr 100 Leute da, bei der Mutter vom Kyle Dempster. Und auch die Verwandten von Scott Adamson, die ganzen Freunde waren. Und die haben nur gewartet, bis ich vom Helikopterflug zurückkam. Und für mich war es wirklich, ich hätte ihnen so gern gesagt, auch, dass ich sie tot gefunden hätte. Es hätte ihnen auch geholfen. Aber ich habe ihnen nichts liefern können, keine Antwort. Und das ist, ich glaube, das ist das Allerschlimmste, wenn du gar nichts sagen kannst. Und ich meine, wenn man zweimal jetzt innerhalb kürzester Zeit, so wie du, auf diese Art und Weise mit dem Tod und mit der eigenen Endlichkeit konfrontiert wird, was macht das mit einem? Das macht eigentlich aus dem, also ich von meiner Seite, ich meine, es ist zwar vermessen zu sagen, ich habe jetzt nicht wirklich Angst vor dem Tod, aber ich weiß, dass ich leben muss und ich bin so dankbar, dass ich lebe, vor allem, weil ich meinen Kindern nach wie vor diese Antworten geben kann.
mhm. oder meiner Frau oder meinen Freunden. Und diese Antworten können jetzt Kyle und Scott nicht mehr geben. Und ich habe mhm. diesen Schmerz gespürt. Ich habe den direkt gespürt und ich war da so unmittelbar auch betroffen. Und es hat für mich selber total viel gemacht, dass ich auf mein Leben wirklich, ich werde in meinem Leben dieser Gefahr konfrontieren, aber habe auch den Mut, Nein zu sagen. Ich bin mhm. Bergsteiger. Das ist in meinem Herz drin. Und dass ich wieder losziehen werde, mhm. das steht so, mhm. Das ist hundertprozentig. Weißt du auch, letzte Frage, Herr Thomas. Weißt du auch, dass du irgendwann von einer solchen Tour nicht mehr zurückkommen wirst? Gibt es da eine Abmachung zwischen dir, deiner Frau, deinen Kindern? Wir haben über den Tod gesprochen und ich habe auch im Speziellen auch mit meiner Frau darüber gesprochen. Und sie hat mich dann gefragt, Thomas, was ist los, wenn du nicht mehr kommst? Ist es gut für dich? Und dann habe ich gesagt, dann bin ich genau da, für was ich gelebt habe und für die Berge. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde alles dran setzen, und zwar wirklich alles dran setzen, ein alter Bergsteiger zu werden. Und das ist für mich das Allerwichtigste. Und es ist, und eine Sache noch, es ist kein Berg, keine Wand, kein Lato, kein Cerro Torre oder wie die, meine Traumberge alle so heißen, es wert, daran zu sterben, sondern ich muss sagen, über das Bergsteigen habe meine unglaubliche Achtung vor dem Leben. Vielleicht über das Bergsteigen bekommt man auch mit, dass das Leben sehr fragil ist. Mhm. Aber es ist unglaublich schön und deswegen achtet man das Leben auch. Und deswegen bin ich ja gern Bergsteiger. So schaut's aus. Thomas, danke dir sehr herzlich. Sehr bewegend. Ich hoffe, wir sehen uns noch oft wieder, irgendwann mal, wenn man so ein bisschen wandern geht, dann sowieso mit 90, wenn du dann so ganz langsam, nimmst du uns mal mit. Thomas Huber, der heute unser Gast war. Danke dir ganz, ganz herzlich. Das war sehr bewegend. Bedanke mich genauso herzlich bei Zweien, die regelmäßig gemeinsam auf der Bühne stehen, die heute einen sehr schönen Auftritt hier hatten. Hans Siegel und Christoph Hinze, die heute unsere Gäste waren. Herzlichen Dank euch beiden. Bedanke mich sehr herzlich bei Wolfgang Bosbach, dem wir alles Gute wünschen. Auch gesundheitlich und alles, was da ansteht. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei Zineb El Masra, die ebenfalls heute unser Gast war. Sehr lesenswertes Buch gemacht. Jetzt eine Doku mit dem schönen Titel Weltoffen und unverkrampft, die Roman Herzog gewidmet ist. Danach die Kollegen von Heute Plus. Und wir sind morgen wieder für Sie da, wenn Sie mögen. Bis dann. Danke. Eben nicht, so. Sondern ich hätte ihm Berlin erzählt. Genau. Und dann haben wir dich, als Role Model genommen und gesagt, ja, du stehst natürlich auch mit dem Format, überhaupt Talkshows generell im Fernsehen, stehen für ein Format Gedanken, ein Muss, wie es zu machen ist. Ja. Und wir wollten das mal wieder auflockern und neu machen und haben uns in den ersten beiden Jahren, wie man es so macht, gerne, also wir haben uns nur mit uns beschäftigt. Also, ich mich nur mit mir. Weil ich du dich nur mit dir und ich mich mit dir und dann gemeinsam. Aber stimmt denn die Geschichte, nur ganz kurz, dass eigentlich das Ganze ein großes Therapieprogramm für Herrn Hinze war? Ja, das stimmt. Und es findet heute seinen glorreichen Abschluss. Ab heute. Du bist im Fernsehen, Alter. Du bist im Fernsehen. Kann die Kamera. Schau, da. Wink deinen Kindern. Die gucken zu heute. Ab heute zahlt die Krankenkasse. Und es war ein Therapieansatz, natürlich auf der satirischen Ebene. Ja. Er steht also wirklich, muss man sagen, in seiner vollen Körpergröße für den Mann-Mann. Er ist Feuergriller. Er weiß jeden Makita-Aufsatz von der Bohrmaschine. So, Motorsäge. So, das ist sein Part. Und mein Part ist dann hier der Weibliche. Ich erzähle ihm, was in der letzten Cosmo gestanden hat. Und ich erzähle ihm jetzt, was, dass die Frauen von der Venus sind, die Männer vom Mars. So ein bisschen das andere Zeug. Weißt du, so das Gefühlige eher. So ein bisschen das Gefühlige eher. So. Bist du so der Frauenversteher? Total. Ist er. Ein Gasgriller. Wobei, nichts gegen Gasgriller, finde ich. Bin auch Gasgriller, bekennender Gasgriller. So, selbstverständlich. Hab ich dir gesagt? Ich hab's dir auch gesagt. Und ja. Elektrorasen. Das war eine Falle, Freundchen. Nein. Ein Roboter. Oder zu Hause, diesen Elektro-Staubsauger gibt's doch auch schon.
Ehrlich gesagt nicht. Ehrlich gesagt, so. Das genaue Gegenteil. Aber im Ernst, eure Geschichte, also das auf der Bühne, das ist, ich habe das gerade so salopp formuliert, ein therapeutischer Ansatz. Aber in Wahrheit ist es doch die Geschichte einer schönen Freundschaft, die damit zu tun hatte, dass sie in einer Art von, was war das, Midlife-Crisis oder wie könnte man das nennen? Das, was Herr Bosbach nie hatte. Aber Sie hatten das. Nein. Was er nicht sagt, dass er es nie hatte. Männer reden ja nicht. Also Männer haben ja kein Problem, die springen vor den Zug. Und ich hatte das Problem, aber nicht so dramatisch jetzt. Aber wir haben schon drüber geredet, dass ich habe schon gemerkt. Jahre. Also es gab so Deformationen und so. Und dann, was heißt Deformation? Ich wurde mehr, aber physisch mehr. Ja. Also ich nahm immer mehr zu und so und Dinge. Und Sie haben mal 30 Kilo mehr gewogen. 30 Kilo mehr, ja. Das ist ein Problem. Ja. Das ist ein Problem, sagt Thomas Huber. Also da hätte ich dann auch ein Problem. Also definitiv. Wir haben im Dezember 2009 beschlossen, dass wir diesen armen Mann und das Improvisierte, was wir machen, kommt so ein bisschen aus meiner Theatergeschichte. Ich habe früher mit den Kollegen sehr viel Impro-Theater gemacht und habe gesagt, nach einem Abend, wo die eine oder andere Flasche Wein geleert wurde, habe ich gesagt, wenn wir das machen, was wir heute Abend gemacht haben, auf die Bühne bringen, ins Hinz und Siegel, dann haben wir eine geile Show und machen wir eine Talkshow, eine Impro-Talkshow und so entstand das. Ja. Dann kamst du rein mit dem inhaltlichen Aspekt, haben wir gesagt, das müssen wir auch aufnehmen. Okay. Und das war im Dezember 2009 und der Termin war März 2010. Und an Silvester kam ich zu ihm und gab es nichts zu trinken Kilo. Und zu essen. Genau. Ich habe natürlich gedacht, 113 Kilo. 113, ja. Kilo. Und dann habe ich mir nur damals gesagt, fuck. Weil dann stehst du auf einer Bühne und dann schauen dich Menschen an. Und dann habe ich so in den Spiegel geguckt und habe gesagt, ich sehe total scheiße aus. Und dann habe ich gesagt, das wollte ich dann auch nicht. Und das war, glaube ich, sein Trick, mich so in so eine Semi-Öffentlichkeit zu ziehen. Und wenn man sich so selbst, will man sich ja dann nicht so sehen. Und dann habe ich wie ein Irrer abgenommen und... In 3 Monaten. Und dann hat er nicht aufgehört. In 3 Monaten. Ja. In 3 Monaten 30 Kilo. Ja. Wie geht das? Das Buch wie, kommt genau, wie? Ich habe mir das linke Bein abgeschnitten. Nee, im Ernst. Ich habe mehrere Zuschauerinnen da hinten haben schon gerufen, wie? Das Buch kommt nächste Woche raus. Ja. Das Buch, das Film, die Webseite geht nächste Woche online. Du bist im Fernsehen. Der meint 30 Kilo. Ja, genau. Nee. Wie geht das und was macht die Haut dann nach 30 Kilo weniger in so kurzer Zeit? Das, oder anders gefragt, Haut, gibt es Orangenhaut bei Männern? Die Haut nicht mein Problem. Also das ist... Nein. Was für Fragen. Ja, damals war ich ja noch unter 50 deutlich. Da war es mit der Hautspannung noch nicht so dramatisch. Okay. Und nein, man muss einfach konsequent sein. Ich meine, was man zunimmt, kann man abnehmen. Und wenn es schnell gehen muss, dann eben schnell. Ist jeden Tag laufen, kein Alkohol, gut ernähren und viel Sport. Und dann, also es ist ja, man ist ja im Prinzip, das ist ja Chemie. Also wenn ich mehr verbrenne am Tag, als ich mir zunehme, nehme ich ab. Und das Verhältnis kann ich ja festlegen. Theoretisch wissen wir das alle. Das ist natürlich... Ja. Und dieses Verhältnis war so. Mehr ist es nicht. Und dieses Verhältnis war so und ich habe das so rumgestellt. Und dann bin ich habe das aber dummerweise schon mal vor meiner Hochzeit gemacht. Da kannten wir es noch nicht. Ich habe mal ausgerechnet, ich habe mich in meinem Leben 2-mal komplett selbst abgenommen. Wie? Bam. Ja, also 2-mal quasi verschwunden. Ja, ich habe so viel Kilo abgenommen, dass ich... Mit so einer Zaubershow kannst du in Las Vegas auftreten. Bei dem Wort Jojo-Effekt ist mein Bild bei Wikipedia zum Scrollen. Ja. Zum rauf und runter scrollen. Nein, und das, und dann hatte ich aber keine Lust mehr da mit diesem Jojo. Und dann habe ich das durchgezogen. Er ist so ein Schnelldenker, ne? So ein, Ich mach kurz die Geschichte zu Ende von uns beiden. Weiß er das? Ich weiß nicht. Und dann, dann waren wir auf der Bühne und dann haben unsere beiden wirklich wunderbaren, bezaubernden, uns abgeschiedenen Frauen gesagt, Jungs, passt mal auf, wenn ihr jetzt noch 2 Jahre nur mit euch selber redet, wird es vielleicht ein bisschen langweilig. Ja. Wir sind dann aus der Hybris ausgestiegen und haben gesagt, ah, dann machen wir es dann doch so wie der Markus, wir laden Leute ein, das ist vielleicht nicht schlecht. Okay. Und dann also, dachten wir, du bist nicht so auf dem verkehrten Weg. So, haben auch Leute eingeladen und dann waren wunderbare Kollegen, Freunde da, von Konstantin Wecker bis Christian Tramitz und Kai Pflaume und Schauspielkollegen und dann wurde es immer mehr zu unserem Format und dann dachten wir, jetzt Musik wäre vielleicht auch ein bisschen schön und dann hast du auch mit Musik angefangen, man sagt, Lanz fängt jetzt auch mit Musik. Ja, auch mit Musik. So. Du lachst, aber warst immer sehr nah bei uns, tatsächlich. wirklich. Und so ist es entstanden und waren wir 5 Jahre waren wir am Amazon, jetzt sind wir seit 2 Jahren in München mit unserer Geschichte und dann haben wir gesagt, jetzt sind wir heute ganz lieb zu dir. Ja, weil jetzt, du bist der Initiator gewesen, das heißt, du musst jetzt auch mal zu uns kommen. Und wir würden dich, das ist unsere offizielle Einladung, ob du, wenn wir einen nötigen Termin finden... Ich komme. Weil ich komme. Weil wir gesagt haben,
Was du dann nämlich immer machst, auch jetzt die schöne Doku in Israel, die du gemacht hast, du ziehst dann wieder ein Schlauchboot an den Nordpol oder Südpol. Ja. Und so Sachen, die wollen wir von dir wissen. Und deswegen ist das heute eine golden umrahmte Einladung an dich. Können wir das rausschneiden, aber ich komme. Genau. Machen wir. Aber was ich, eine Frage habe ich noch zum Schluss an Herrn Hinze. Und zwar, stimmt es, dass Sie bis zu Ihrem 17. Lebensjahr wirklich massiv gestottert haben? Wie sind Sie Legastheniker und gestottert. Wie sind Sie das losgeworden? Ja, so mit 17, 16, 17 ist man ja so in der Pubertät. Damals war es noch ein bisschen später als heute, wie ich festgestellt habe bei meinen Kindern. Und man muss sich die Entscheidung fällen für einen selbst. Stottert man jetzt sein Leben lang, dann ist man ruhig und quält sich dann so. Oder man sagt, nee, ich habe keinen Bock. Und dann kamen die Mädels ins Spiel und das ist echt, bei einer Anmache ist Stottern echt total peinlich. Hallo, du. Und so, das ist so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, durch da. Und dann habe ich mich entschieden, wie man hört, so viel zu reden, bis das Stottern aufgibt. Aber was ich gelernt habe, was ich nicht wusste, ist, es geht um zwei Arten von Konsonanten, ne, die in Wahrheit Schwierigkeiten machen. Ja, weiche und harte. Weiche und harte. Ja, man stottert entweder an den weichen, an M's und N's oder an K's, so einen harten Buchstaben. Und beim Vorlesen ist das eine Katastrophe, weil man da in der Schule, das steht dann da, wenn da kannst du mal die dann dann hängt man da. Ja. Ja. Und ich hatte mehr die weichen Laute. Und das Verrückte, deswegen Schnelldenken, dadurch der Stotterer formuliert ständig um beim Zuhören. Weil der jeden Satz natürlich dann mit einem harten Laut. Weil du das vermeiden willst, genau. Natürlich. Ja. Und das macht er ständig. Also der hat 10, 12, 20 Varianten von Wörtern, die er benutzen kann. Das trainiert man als Kind, als Stotterer, unwissentlich sein Gehirn. Aber das ist mir erst später aufgefallen. Das ist ein irrer Stress im Kopf, ne? Wahrscheinlich, oder? Ja, Stottern ist ja auch super peinlich. Ich meine, muss man mal sagen. Jede zweite Pause muss ich einen verprügeln, weil der Stotterfritze gesagt hat. Und das in der Schule, ganz bei Ihnen in der Nähe. Und kann ich nochmal einschauen zum Thema Immigrationshintergrund. Ist verjährt. Ja, aber ich bin nur froh. Ich weiß auch gar nicht genau, ob ich losgeworden bin, aber ich beachte es nicht mehr. Ich glaube, ich stotter manchmal noch, oder? Nein. Sagst du, bist lieb. Das sagst du jetzt nur, weil du nicht sagen würdest. Nein, ist alles gut. Ja, aber. Und Legasthenie kam ja auch noch dazu. Ne? Das war ja damals noch in der Schule nicht anerkannt, dass das so eine Rechtschreibschwäche ist. Und Stottern und Rechtschreibschwäche, dann steht man schon immer ein bisschen da wie. Aber heute? Was draus gemacht? Und das ist eigentlich die tolle Geschichte. Deswegen wollte ich mir das unbedingt noch abholen. Hans Siegel war gerade unglaublich erfolgreich wieder mit dem Bergdoktor zu sehen. Fast 7 Millionen haben wieder geschaut. Am 12. Januar geht es wieder weiter. Donnerstag, 20.15 Uhr. Zentrum der Freude. Ja. So, und jetzt die 1-Million-Dollar-Frage. Kannst du klettern? Ich kann mich abseilen. Jetzt. Ich weiß nicht, was da so lustig ist dran, weil abseilen sich ist schon. Das ist deswegen lustig, weil das viele Männer auch in der Tiefebene beherrschen, sich abzuseilen. Ist jetzt nicht so wahnsinnig, das ist nicht so wahnsinnig schwer, aber auch nicht so wahnsinnig einfach. Also wenn es da so 100, 120 Meter runter ginge, bis 40, das ist so nicht so. Weil ich hatte immer das Problem, mich hat das Raufklettern nicht wirklich interessiert. Ich fand es immer spannend, also wenn dann Freunde so drauf waren. Es ging nicht ums Anstrengend sein. Es ging darum, um diesen Reiz da hochkommen zu wollen. Da dachte man, ja gut, dann bist du oben und dann bist du oben, dann gehst du wieder runter. Also insofern ist mit Klettern sehr ambivalent. Da fällt mir ein schöner Satz ein von Thomas Huber, der sagte, Klettern ist im Grunde ganz einfach. Es fängt immer unten an und es hört immer oben auf. In dem Zusammenhang, abseilen ist ja, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, Thomas. Dir ist etwas passiert, von dem ich gedacht hatte, also jedem, aber nicht dir, bei einer Übung, Routinegeschichte an deinem Hausberg in Berchtesgaden, ist dir was passiert? Ja, es war bei Dreharbeiten zu einem neuen Huberbaum-Film und da waren wir gerade unterwegs, da haben wir gerade die Totale gefilmt, also mit so einem Copter, das sind so ganz moderne Aufnahmen, das sind auch total gelungen. Und da waren noch keine Fixseile angebracht und die zweite Kameraeinstellung sind dann die Close-ups und zudem habe ich dann die Nahaufnahmen und zudem habe ich wieder Fixseile anbringen müssen für die Kameramänner und das habe ich dann auch wirklich ganz gewissenhaft gemacht. Ich habe mein Spezi dann abgelassen mit den 60 Meter Seil.
an Roman Herzog denken, auch über solche Begriffe plötzlich wieder ganz anders sprechen und die auf der Agenda sind. Wenn wir über Roman Herzog sprechen, letzte Frage dazu, geht es dann auch um die Frage, wie viel Haltung, wie viel Meinung muss sein, was ist wichtig, um überzeugend zu sein als Politiker? Er hat immer für seine Überzeugung gekämpft, nicht nur als unser Staatsoberhaupt, sondern auch als CDU-Politiker, als Minister und auch dann, wenn es einmal Gegenwind gab. Ich glaube, die Menschen schätzen eine klare Position, auch wenn sie vielleicht in der einen oder anderen Frage diese Position nicht unbedingt teilen. Also, dann lass uns ins Hier und Jetzt und den Innenpolitiker Bosbach würde ich jetzt gleich zu Anfang ungern mit der Frage konfrontieren, was er zu dem sagt, was an Silvester in Köln los war. Ich will gerne Sie direkt fragen, wo waren Sie an Silvester, Herr Bosbach? Man sieht es noch etwas, ich war südlich von Köln. Südlich von Köln? Ich habe mir einen großen Wunsch erfüllt. Wir haben nicht die Weihnachtsfeiertage, aber den Jahreswechsel in Kuba verbracht. Und das war eine der interessantesten Reisen, die ich in meinem Leben jemals gemacht habe. Insbesondere die Fahrt nach Havanna war in mehrfacher Hinsicht eindrucksvoll. Ja. Das war ja eine der schönsten Städte der Welt. Weite Teile leider total verkommen. Ja. Aber jetzt entsteht wieder vieles in neuen Glanz. Und ich glaube, in 5 oder 10 Jahren wird jeder sagen, was für eine tolle Stadt. Und es ist auch lustig, dass Sie im Alter plötzlich vernünftig werden. Plötzlich entdecken Sie den Sozialismus für sich. Ja. Die berühmte Ruckrede von 97, muss wieder so ein Ruck durch Deutschland gehen? Oder anders gefragt, könnte man diese Rede im Moment jeden Tag halten? Man müsste sie sogar jeden Tag halten, weil wir leben mitten im Übergang von der Industriegesellschaft zur Wissensgesellschaft. Das Leben auf dieser Erde ändert sich dramatisch. Und wenn Deutschland Schritt halten will mit vielen Veränderungen, die es weltweit gibt, dann müssen wir uns enorm anstrengen. Ja. Roman Herzog, wenn man den mal politisch bewertet, das war immer so ein Unbequemer, so ein Mahner. Einer, der hat das nicht penetrant gemacht, fand ich immer, aber auf eine sehr subtile und dann aber auch eindringliche Art und Weise. Er hat vor allen Dingen immer eine ganz bewusst, nicht schlicht, aber doch einfache Sprache gewählt. Damit hat er auch viele Menschen erreicht. Ironie war ihm nie fremd. Er hat auch immer mit einem gewissen Augenzwinkern gesprochen. Das hat ihn mir sehr sympathisch gemacht. Mhm. Und er hat auf jedes Pathos verzichtet. Das ganze Hofzeremoniell war ihm eher fremd. Aber er war immer ein Patriot im besten Sinne des Wortes. Auch noch nach seinem Ausscheiden aus dem Amt. Patriot im besten Sinne, was heißt das denn im Fall oder im Sinne von Roman Herzog? Einer, der mehr tut als seine Pflicht für sein Land. Nachdem er nicht mehr Bundespräsident war, hat er sich stark engagiert im Konvent für Deutschland. Und ein Patriot ist etwas anderes als ein Nationalist. Der Nationalist erhebt sich über andere Länder, Nationen, weil er glaubt, er sei etwas Besseres, weil er einer bestimmten Nation entstammt. Ein Patriot liebt sein Land und Vaterlandsliebe ist eine gute Sache und hat mit Nationalismus nichts zu tun. Und es ist interessant, dass wir an einem Tag, an dem wir ungeprobt, unverstellt, ganz sie selbst und mit Schiss in der Hose. Und der schöne Satz dazu lautet, lieber ein überlebender Schisser als ein toter Held. Herzlich willkommen, Hans Siegel und Christoph Hinze. Freue mich sehr. Schön, dass ihr da seid. Ja, und beim Stichwort Bergdoktor. Beim Stichwort Bergdoktor ist es gut, ihn heute Abend hier zu haben. Das Problem ist nur, da wo er raufsteigt, kommt auch der Bergdoktor nicht mehr hin. Er und sein Bruder Alexander gelten seit Jahrzehnten als zwei der besten Bergsteiger der Welt. Und für das staunende Publikum sah das von unten immer so aus. Überirdisch, unbesiegbar, langes Haar flattert im Wind. Und lange bevor diese Wahnsinnstypen selbst auftauchen, ist der Bizeps schon auf dem Gipfel. Doch ausgerechnet, dieser Übersportler hat jetzt gleich zwei mal erfahren müssen, wie zerbrechlich das Leben ist. Er selbst, Absturz aus 16 Metern Intensivstation. Er sagt dazu, seitdem weiß ich, es ist gar nicht so schlimm zu sterben. Schlimm ist, was du zurücklässt. Noch auf der Intensivstation allerdings hat er dann schon die nächste Expedition nach Pakistan geplant. Und die Frage ist, was treibt so einen an? Mit fast 50 Jahren herzlich willkommen Thomas Huber. Freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Also, ihr werdet euch gut verstehen. Bevor wir aber gleich reingehen, haben viel zu besprechen heute an diesem ersten Abend, muss ich direkt Wolfgang Bosbach fragen. Heute die Nachricht vom Tod Roman Herzog. Nasra ist heute zu Gast in unserer ersten Sendung in diesem neuen Jahr. Eine junge Frau, die ein sehr lesenswertes Buch geschrieben hat. Außerdem Wolfgang Bosbach. Wir freuen uns auf den Bergdoktor Hans Siegel, gemeinsam mit einem seiner wirklich besten Freunde Christoph Hinze und einer der besten Bergsteiger der Welt, Thomas Huber. Sie alle sind jetzt bei uns zu Gast.
Herren, schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu dieser ersten Sendung im neuen Jahr. Ich freue mich sehr, dass Sie alle dabei sind. Schönen guten Abend in die Runde. Schön, Sie alle hier zu sehen. Ja, willkommen zu dieser ersten Sendung, in der wir gleich zu Beginn einen Mann begrüßen, über den die Zeit neulich geschrieben hat, hätte er nicht immer wieder den Fernsehzuschauern die Regierungspolitik verdeutlicht, sie wäre noch intransparenter erschienen. Einer der wenigen, die es schaffen, den schmalen Grat zwischen konservativer Tradition und billigem Populismus nie zu überschreiten. Und deshalb ist es gut, in bewegten Zeiten einen wie ihn zu fragen, was wir in diesem neuen Jahr besonders im Blick haben müssen. 2005 hätte ihn Angela Merkel um ein Haar zum Innenminister gemacht und sich dann im letzten Moment die ganze Sache noch mal überlegt. Auf die Frage, ob die Kanzlerin das Gefühl haben musste, er sei einfach zu renitent und zu aufmüpfig, sagte er: Ich glaube, wenn sie dieses Gefühl hatte, dann hatte sie recht. Herzlich willkommen, Wolfgang Bosbach. Freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Ja, und apropos aufmüpfig, ich könnte mir vorstellen, es gibt eine Menge Leute, denen schwer gegen den Strich geht, was sie zu sagen hat. Das merkt jeder, der ihre Streitschrift über die Emanzipation im Islam in die Hand nimmt. Denn in diesem Buch musste eine kritische Passage über eine islamische, türkische Organisation komplett geschwärzt werden. Das Buch ist vor allem eine Abrechnung mit einem rückwärtsgewandten Islam. Dieser Islam, sagt sie, verhängt moralische Maßstäbe vor allem über Frauen und Mädchen. Und dann der Satz: In manchen traditionellen Familien ist es schlimmer, wenn Zweifel an der Keuschheit der Tochter aufkommt, als wenn der Sohn wegen Drogenhandels im Gefängnis sitzt. Herzlich willkommen, Zineb El-Masra. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Also, dann bei uns heute zwei, von denen wir sagen müssen, toll, dass Sie heute mal gemeinsam hier in der Sendung sind. Das ist selten, auch deshalb, weil Ihre gemeinsame Geschichte damit beginnt, dass Sie sich beide gegenseitig und wirklich leidenschaftlich doof fanden. Der eine hat etwas geschafft, das eigentlich kein vernünftiger Mensch mehr für möglich hielt, nämlich ohne Jodeln und ohne Lederhose so lässig durch den wilden Kaiser zu kommen, dass man plötzlich beim Kaffeekränzchen mit Verwandten wieder freiwillig zugibt, den Bergdoktor zu gucken. Der andere hat in seinem Leben immer wieder ganz radikal neu angefangen, frei nach dem Motto: Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit, ist Werber, Marketing-Experte, Vortragsredner. Richtig gut aber ist es, wenn Sie gemeinsam auf der Bühne stehen für einen satirischen Abend. Überirdisch unbesiegbar, langes Haar flattert im Wind und lange bevor diese Wahnsinnstypen selbst auftauchen, ist der Bizeps schon auf dem Gipfel. Doch ausgerechnet dieser Übersportler hat jetzt gleich zweimal erfahren müssen, wie zerbrechlich das Leben ist. Er selbst: Absturz aus 16 Metern Intensivstation. Er sagt dazu: Seitdem weiß ich, es ist gar nicht so schlimm zu sterben. Schlimm ist, was du zurücklässt. Noch auf der Intensivstation allerdings hat er dann schon die nächste Expedition nach Pakistan geplant. Und die Frage ist, was treibt so einen an? Mit fast 50 Jahren, herzlich willkommen, Thomas Huber. Freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Also, ihr werdet euch gut verstehen. Bevor wir aber gleich reingehen, haben viel zu besprechen heute an diesem ersten Abend, muss ich direkt Wolfgang Bosbach fragen. Heute die Nachricht vom Tod Roman Herzog. Masra ist heute zu Gast in unserer ersten Sendung in diesem neuen Jahr. Eine junge Frau, die ein sehr lesenswertes Buch geschrieben hat. Außerdem Wolfgang Bosbach. Wir freuen uns auf den Bergdoktor Hans Siegel, gemeinsam mit einem seiner wirklich besten Freunde Christoph Hinze und einer der besten Bergsteiger der Welt, Thomas Huber. Sie alle sind jetzt bei uns zu Gast. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu dieser ersten Sendung im neuen Jahr. Freue mich sehr, dass Sie alle dabei sind. Schönen guten Abend in die Runde. Schön, Sie alle hier zu sehen. Ja, willkommen zu dieser ersten Sendung, in der wir gleich zu Beginn einen Mann begrüßen, über den die Zeit neulich geschrieben hat. Hätte er nicht immer wieder den Fernsehzuschauern die Regierungspolitik verdeutlicht, sie wäre noch intransparenter erschienen. Einer der wenigen, die es schaffen, den schmalen Grat zwischen konservativer Tradition und billigem Populismus nie zu überschreiten.
Und deshalb ist es gut, in bewegten Zeiten einen wie ihn zu fragen, was wir in diesem neuen Jahr besonders im Blick haben müssen. 2005 hätte ihn Angela Merkel um ein Haar zum Innenminister gemacht und sich dann im letzten Moment die ganze Sache noch mal überlegt. Auf die Frage, ob die Kanzlerin das Gefühl haben musste, er sei einfach zu renitent und zu aufmüpfig, sagte er: Ich glaube, wenn sie dieses Gefühl hatte, dann hatte sie recht. Herzlich willkommen, Wolfgang Bosbach. Ich freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Ja, und apropos aufmüpfig, ich könnte mir vorstellen, es gibt eine Menge Leute, denen schwer gegen den Strich geht, was sie zu sagen hat. Das merkt jeder, der ihre Streitschrift über die Emanzipation im Islam in die Hand nimmt. Denn in diesem Buch musste eine kritische Passage über eine islamische, türkische Organisation komplett geschwärzt werden. Das Buch ist vor allem eine Abrechnung mit einem rückwärtsgewandten Islam. Dieser Islam, sagt sie, verhängt moralische Maßstäbe vor allem über Frauen und Mädchen. Du bist im Fernsehen, Alter. Du bist im Fernsehen. Kann die Kamera. Schau, da. Wink deinen Kindern. Die gucken zu heute. Ab heute zahlt die Krankenkasse. Ab heute zahlt die Krankenkasse. Und es war ein Therapieansatz, natürlich auf der satirischen Ebene. Ja. Er steht also wirklich, muss man sagen, in seiner vollen Körpergröße für den Mann-Mann. Er ist Feuergriller. Er weiß jeden Makita-Aufsatz von der Bohrmaschine. So, Motorsäge. So, das ist sein Part. Und mein Part ist dann eher der weibliche. Ich erzähle ihm, was in der letzten Cosmo gestanden hat. Und ich erzähle ihm jetzt was, dass die Frauen von der Venus sind, die Männer vom Mars. So ein bisschen das andere Zeug. Weißt du, so das Gefühlige eher. So ein bisschen das Gefühlige eher. So. Bist du so der Frauenversteher? Total. Ist er. Ist er. Wobei, ein Gasgriller eben. Wobei, ein Gasgriller. Wobei, nichts gegen Gasgriller, finde ich. Bin auch Gasgriller, bekennender Gasgriller. So, selbstverständlich. Hab ich dir gesagt? Ich hab's dir auch gesagt. Und ja. Elektro. Das war eine Falle, Freundchen. Nein. Roboter. Ein Roboter. Staubsauger gibt es doch auch schon. Ehrlich gesagt nicht. Ehrlich gesagt, so. Das genaue Gegenteil. Aber im Ernst, eure Geschichte, also das auf der Bühne, das ist, ich habe das gerade so salopp formuliert, ein therapeutischer Ansatz. Aber in Wahrheit ist es doch die Geschichte einer schönen Freundschaft, die damit zu tun hatte, dass sie in einer Art von, was war das, Midlife-Crisis oder wie könnte man das nennen? Das, was Herr Bosbach nie hatte. Aber Sie hatten das. Nein. Was er nicht sagt, dass er es nie hatte. Ja. Also, nein, Männer reden ja nicht. Also Männer haben ja kein Problem, die springen vor den Zug. Und ich hatte das Problem, aber nicht so dramatisch jetzt. Aber so. Aber wir haben schon drüber geredet, dass ich habe schon gemerkt. Jahre. Also es gab so Deformationen und so. Und dann, was heißt Deformation? Ich wurde mehr, aber physisch mehr. Ja. Also ich nahm immer mehr zu und so und Dinge. Und Sie haben mal 30 Kilo mehr gewogen. 30 Kilo mehr, ja. Das ist ein Problem. Ja. Das ist ein Problem, sagt Thomas Huber. Also da hätte ich dann auch ein Problem. Also definitiv. Wir haben im Dezember 2009 beschlossen, dass wir diesen armen Mann und das Improvisierte, was wir machen, kommt so ein bisschen aus meiner Theatergeschichte. Ich habe früher mit den Kollegen sehr viel Impro-Theater gemacht und habe gesagt, nach einem Abend, wo die eine oder andere Flasche Wein geleert wurde, habe ich gesagt, so, wenn wir das machen, was wir heute Abend gemacht haben, auf die Bühne bringen, ins Hinz und Siegel, dann haben wir eine geile Show und machen eine Talkshow, eine Impro-Talkshow und so entstand das. Ja. Dann kamst du rein mit dem inhaltlichen Aspekt, haben wir gesagt, das müssen wir auch aufnehmen. Okay. Und das war im Dezember 2009 und der Termin war März 2010. Und an Silvester kam ich zu ihm und gab es nichts zu trinken Kilo. Und zu essen. Genau. Ich hatte nicht gedacht, 113 Kilo. 113, ja. Kilo. Und dann habe ich mir nur damals gedacht, fuck. Weil dann stehst du auf einer Bühne und dann schauen dich Menschen an. Und dann habe ich so in den Spiegel geguckt und habe gesagt, ich sehe total scheiße aus. Und dann habe ich gesagt, das wollte ich dann auch nicht. Und das war, glaube ich, sein Trick, mich so in so eine Semi-Öffentlichkeit zu ziehen. Und wenn man sich so selbst, will man sich ja dann nicht so sehen. Und dann habe ich wie ein Irrer abgenommen und... In 3 Monaten. Und dann hat er nicht aufgehört. In 3 Monaten. Ja. In 3 Monaten. Herzlich willkommen zu dieser ersten Sendung im neuen Jahr. Ich freue mich sehr, dass Sie alle dabei sind. Schönen guten Abend in die Runde. Schön, Sie alle hier zu sehen. Ja, willkommen zu dieser ersten Sendung, in der wir gleich zu Beginn einen Mann begrüßen, über den die Zeit neulich geschrieben hat. Hätte er nicht immer wieder den Fernsehzuschauern die Regierungspolitik verdeutlicht, sie wäre noch intransparenter erschienen. Einer der wenigen, die es schaffen, den schmalen Grat zwischen konservativer Tradition und billigem Populismus nie zu überschreiten. Und deshalb ist es gut, in bewegten Zeiten einen wie ihn zu fragen, was wir in diesem neuen Jahr besonders im Blick haben müssen. 2005 hätte ihn Angela Merkel um ein Haar zum Innenminister gemacht und sich dann im letzten Moment die ganze Sache noch mal überlegt. Auf die Frage, ob die Kanzlerin das Gefühl haben musste, er sei einfach zu renitent und zu aufmüpfig, sagte er: Ich glaube, wenn sie dieses Gefühl hatte, dann hatte sie recht. Herzlich willkommen, Wolfgang Bosbach. Freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind.
Wahnsinn. Ja, und apropos aufmüpfig, ich könnte mir vorstellen, es gibt eine Menge Leute, denen schwer gegen den Strich geht, was sie zu sagen hat. Das merkt jeder, der ihre Streitschrift über die Emanzipation im Islam in die Hand nimmt. Denn in diesem Buch musste eine kritische Passage über eine islamische türkische Organisation komplett geschwärzt werden. Das Buch ist vor allem eine Abrechnung mit einem rückwärtsgewandten Islam. Dieser Islam, sagt sie, verhängt moralische Maßstäbe vor allem über Frauen und Mädchen. Und dann der Satz, in manchen traditionellen Familien ist es schlimmer, wenn Zweifel an der Keuschheit der Tochter aufkommt, als wenn der Sohn wegen Drogenhandels im Gefängnis sitzt. Herzlich willkommen, Zineb El Masra. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Also, dann bei uns heute zwei, von denen wir sagen müssen, toll, dass Sie heute mal gemeinsam hier in der Sendung sind. Das ist selten, auch deshalb, weil Ihre gemeinsame Geschichte damit beginnt, dass Sie sich beide gegenseitig und wirklich leidenschaftlich doof fanden. Der eine hat etwas geschafft, das eigentlich kein vernünftiger Mensch mehr für möglich hielt, nämlich ohne Jodeln und ohne Lederhose so lässig durch den wilden Kaiser zu kommen, dass man plötzlich beim Kaffeekränzchen mit Verwandten wieder freiwillig zugibt, den Bergdoktor zu gucken. Der andere hat in seinem Leben immer wieder ganz radikal neu angefangen, frei nach dem Motto, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit, ist Werber, Marketing-Experte, Vortragsredner. Richtig gut aber ist es, wenn Sie gemeinsam auf der Bühne stehen für einen satirischen Abend, wie Sie das nennen, ungeprobt, unverstellt, ganz Sie selbst und mit Schiss in der Hose. Und der schöne Satz dazu lautet, lieber ein überlebender Schisser als ein toter Held. Herzlich willkommen, Hans Siegel und Christoph Hinze. Freue mich sehr. Schön, dass Sie da seid. Ja, und beim Stichwort Bergdoktor. Zweimal jetzt innerhalb kürzester Zeit, so wie du auf diese Art und Weise mit dem Tod und mit der eigenen Endlichkeit konfrontiert wird. Was macht das mit einem? Das macht eigentlich aus dem, also ich von meiner Seite, ich meine, es ist zwar vermessen zu sagen, ich habe jetzt nicht wirklich Angst vor dem Tod, aber ich weiß, dass ich leben muss und ich bin so dankbar, dass ich lebe, vor allem, weil ich meinen Kindern nach wie vor diese Antworten geben kann. Oder meiner Frau oder meinen Freunden. Und diese Antworten können jetzt Kyle und Scott nicht mehr geben. Und ich habe diesen Schmerz gespürt. Ich habe den direkt gespürt und ich war da so unmittelbar auch betroffen. Und es hat für mich selber total viel gemacht, dass ich auf mein Leben wirklich, ich werde in meinem Leben dieser Gefahr konfrontieren, aber habe auch den Mut, Nein zu sagen. Ich bin Bergsteiger. Das ist in meinem Herz drin. Und dass ich wieder losziehen werde, das steht so, das ist hundertprozentig. Weißt du auch, letzte Frage, Herr Thomas. Weißt du auch, dass du irgendwann von einer solchen Tour nicht mehr zurückkommen wirst? Gibt es da eine Abmachung zwischen dir, deiner Frau, deinen Kindern? Wir haben über den Tod gesprochen und ich habe auch im Speziellen auch mit meiner Frau darüber gesprochen. Und sie hat mich dann gefragt, Thomas, was ist los, wenn du nicht mehr kommst? Ist es gut für dich? Und dann habe ich gesagt, dann bin ich genau da, für was ich gelebt habe und für die Berge. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde alles dran setzen. Und zwar wirklich alles dran setzen, ein alter Bergsteiger zu werden. Und das ist für mich das Allerwichtigste. Und es ist, und eine Sache noch. Es ist kein Berg, keine Wand, kein Lato, kein Cerro Torre oder wie die, meine Traumberge alle so heißen, es wert daran zu sterben. Sondern ich muss sagen, über das Bergsteigen habe meine unglaubliche Achtung vor dem Leben. Vielleicht über das Bergsteigen bekommt man auch mit, dass das Leben sehr fragil ist. Mhm. Aber es ist unglaublich schön und deswegen achtet man das Leben auch. Und deswegen bin ja gern Bergsteiger, oder? So schaut's aus. Thomas, danke dir sehr herzlich. Sehr bewegend. Ich hoffe, wir sehen uns noch oft wieder. Irgendwann mal, wenn man so ein bisschen wandern geht, dann so mit 90, wenn du dann so ganz langsam, nimmst du uns mal mit. Thomas Huber, der heute unser Gast war. Danke dir ganz, ganz herzlich. Es war sehr bewegend. Bedanke mich genauso herzlich bei
Zweien, die regelmäßig gemeinsam auf der Bühne stehen, die heute einen sehr schönen Auftritt hatten. Hans Siegel und Christoph Hinze, die heute unsere Gäste waren. Herzlichen Dank euch beiden. Ich bedanke mich sehr herzlich. Mich so langsam mit dem Krieger runtergelassen. Und dann habe ich da unten schon das Band gesehen. Ja. Und dann war das Seil aus. Und das ist, wie gesagt, das Seil, das dann zu kurz war. Und da ist es runtergegangen. Und unten, wo der Baumstumpf ist, da bin ich dann liegen geblieben. Also eine Sache muss ich noch sagen, ich bin wirklich in extrem schwierigen, gefährlichen Situationen unterwegs. Und wenn du dir dieser tödlichen Gefahr am Berg, beim Klettern oder so, einfach bewusst bist, dann bist du ja sicher unterwegs. Gefährlich ist es eben dann, wenn du glaubst, in der absoluten Sicherheit zu sein. Und ich kann nur sagen, wie ich abgestürzt bin. Es war barfuß, mit der kurzen Hose, nackter Oberkörper, ohne Helm, ohne gar nichts. Und dass ich das überlebt habe, so im Nachhinein bin ich da wirklich dahin gefahren alleine. Das habe ich alles selber gedreht mit meinem Handy. Ich habe einfach gemerkt, normalerweise dürfte ich jetzt nicht leben. Also das, was da passiert ist, das ist so ein Wunder. Und irgendwo glaube ich, dass mich irgendjemand aufgefangen hat da unten. Und ich muss sagen, ich war sowas von dankbar im Nachhinein. Und viele sagen, ja, du musst da was lernen dafür. Ich sage, ja, ich lerne dafür, dass ich Spaß habe am Leben und dass ich jeden Moment des Lebens genieße und vor allem mit meinen Freunden, mit meiner Familie, mit meinen Kindern. Und ich hinterfrage mich nicht die ganze Zeit, weil viele sagen immer, um Gottes Willen, was hätte passieren können? Hey, verdammt nochmal, mir ist genau das passiert. Ich habe überlebt und zwar total gut. Ja. Du hast mal gesagt, Thomas, du hast mal gesagt, Extrembergsteigen bedeutet eigentlich nur, dass man sich permanent mit dem Tod auseinandersetzt. Extrembergsteigen heißt eigentlich, dass man erst einmal neugierig ist, dorthin geht, vielleicht wo viele nicht hingehen können. Mhm. Und wir spielen da irgendwo auch Entdecker und wir haben eine Fertigkeit, wir haben vieles in unserem Leben erfahren dürfen. Und genau unser Können möchten wir in diesen schwierigen Wänden erleben. Und auch, wir wollen auch da bestehen. Mhm. Und mit unseren Freunden, mit den Bergkameraden können wir wirklich dann schwierigste Wände meistern. Mhm. Du hast mal gesagt, das ist wie eine Sucht. Das ist die Suche nach dem perfekten Moment. Ja klar, das ist... Ein Moment von Vollkommenheit, so hast du es genannt. Was heißt denn das? An Roman Herzog denken, auch über solche Begriffe plötzlich wieder ganz anders sprechen und die auf der Agenda sind. Wenn wir über Roman Herzog sprechen, letzte Frage dazu, geht es dann auch um die Frage, wie viel Haltung, wie viel Meinung muss sein, was ist wichtig, um überzeugend zu sein als Politiker? Er hat immer für seine Überzeugung gekämpft, nicht nur als unser Staatsoberhaupt, sondern auch als CDU-Politiker, als Minister. Und auch dann, wenn es einmal Gegenwind gab. Ich glaube, die Menschen schätzen eine klare Position, auch wenn sie vielleicht in der einen oder anderen Frage diese Position nicht unbedingt teilen. Also, dann lass uns ins Hier und Jetzt. Und den Innenpolitiker Bosbach würde ich jetzt gleich zu Anfang ungern mit der Frage konfrontieren, was er zu dem sagt, was an Silvester in Köln los war. Ich will gerne Sie direkt fragen, wo waren Sie an Silvester, Herr Bosbach? Man sieht es noch etwas. Ich war südlich von Köln. Südlich von Köln? Ich habe mir einen großen Wunsch erfüllt. Wir haben nicht die Weihnachtsfeiertage, aber den Jahreswechsel in Kuba verbracht. Und das war eine der interessantesten Reisen, die ich in meinem Leben jemals gemacht habe. Insbesondere die Fahrt nach Havanna war in mehrfacher Hinsicht eindrucksvoll. Ja. Das war ja mal eine der schönsten Städte der Welt. Weite Teile leider total verkommen. Ja. Aber jetzt entsteht wieder vieles in neuen Glanz. Und ich glaube, in 5 oder 10 Jahren wird jeder sagen, was für eine tolle Stadt. Und es ist auch lustig, dass Sie im Alter plötzlich vernünftig werden. Plötzlich entdecken Sie den Sozialismus für sich. Ja, das fand ich auch so. Das fand ich auch. Die berühmte Ruckrede von 97. Ja. Muss wieder so ein Ruck durch Deutschland gehen? Oder anders gefragt, könnte man diese Rede im Moment jeden Tag halten?
Man müsste sie sogar jeden Tag halten, weil wir leben mitten im Übergang von der Industriegesellschaft zur Wissensgesellschaft. Das Leben auf dieser Erde ändert sich dramatisch. Und wenn Deutschland Schritt halten will mit vielen Veränderungen, die es weltweit gibt, dann müssen wir uns enorm anstrengen. Ja. Roman Herzog, wenn man den mal politisch bewertet, das war immer so ein Unbequemer, so ein Mahner. Einer, der hat das nicht penetrant gemacht, fand ich immer, aber auf eine sehr subtile und dann aber auch eindringliche Art und Weise. Er hat vor allen Dingen immer eine ganz bewusst, nicht schlicht, aber doch einfache Sprache gewählt. Damit hat er auch viele Menschen erreicht. Ironie war ihm nie fremd. Er hat auch immer mit einem gewissen Augenzwinkern gesprochen. Das hat ihn mir sehr sympathisch gemacht. Mhm. Und er hat auf jedes Pathos verzichtet. Das ganze Hofzeremoniell war ihm eher fremd. Aber er war immer ein Patriot im besten Sinne des Wortes. Auch noch nach seinem Ausscheiden aus dem Amt. Patriot im besten Sinne, was heißt das denn im Fall oder im Sinne von Roman Herzog? Einer, der mehr tut als seine Pflicht für sein Land. Nachdem er nicht mehr Bundespräsident war, hat er sich stark engagiert im Konvent für Deutschland. Und ein Patriot ist etwas anderes als ein Nationalist. Der Nationalist. Genau dieses Unbeschreibbare macht das Leben so spannend, so lebenswert, so unglaublich. Und wenn mir irgendjemand dann sagt, du gehst in die Berge und du weißt hundertprozentig, dass du das schaffst, ist eigentlich schon gar nicht mehr interessant. Es ist genau diese Ungewissheit, das ist das, was so interessant, so spannend macht. Ist die Möglichkeit, also ich habe mit Wilhelm Schmid, dem Philosophen, haben wir mal über den Tod gesprochen, hier in der Sendung. Und er sagte, der Tod ist ungeheuer sinnvoll, philosophisch betrachtet, weil erst der Tod macht das Leben wirklich wertvoll. Und da ist natürlich unheimlich viel dran. Der Tod macht dich unglaublich präsent, du bist sehr wach, du schärfst alle Sinne, weil wenn du an der Grenze unterwegs bist, dann weißt du ganz genau, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann war es das. Und deswegen glaube ich, dass Extrembergsteigen eigentlich eine ganz sichere Angelegenheit ist, weil man dann eigentlich immer weiß, was man tut und auch im richtigen Moment auch Nein sagen muss und soll. Ich meine, ich habe 3 Kinder, da haben wir eine wunderbare Frau, da haben wir eine perfekte Familie, ein Familienkonstrukt. Und ich habe auch die Verantwortung für meine Familie und ich möchte mit meiner Familie auch alt werden. Und deswegen sagst du auch, Sterben ist eigentlich gar kein Problem. Das tut nicht weh, das geht im Zweifel ganz schnell. Ich hab das jetzt wirklich erfahren. Also ich habe mir dann nämlich auch die Frage gestellt, was wäre, wenn es so gewesen wäre? Es wäre so passiert. Es hätte nicht wehgetan, da wäre keine Angst dabei gewesen und wir werden alle sterben. Hast du das mitgekriegt, Thomas, diesen Sturz, diesen Moment, das bewusst erlebt? Jeden Moment mitbekommen, aber das läuft ab wie ein ganz surrealer Film. Und wir machen da viel zu viel Zinnober über das Sterben, weil wir alle müssen sterben. Wir werden diesen Schritt gehen und letztendlich wird dieser Schritt nicht wehtun. Das, was wehtut, ist das, was du hinterlässt. Und das habe ich erfahren. Ich bin ja dann verrückterweise dann später nach Pakistan gefahren. Du hast 3 Wochen später, das nur mal ganz kurz fürs Protokoll. Drei Wochen später nach meinem Unfall war ich schon wieder beim Berglaufen, das wo jeder gesagt sagen. Hat, du spinnst. Genau. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe etwas gebraucht, um wieder zurückzukommen zum Leben. Und ich finde, man muss verrückt sein und man braucht immer im Leben etwas Unmögliches. Und für mich war klar, die Expedition war schon geplant. Ich liege auf der Intensivstation und ich habe dann sofort einen Arzt gefragt, geht es vielleicht nach Pakistan zu fahren? Der hat gesagt, du bist verrückt, du bist der Wahnsinn. Doch, das funktioniert. Ja? Und, du bist verrückt. und ich muss ehrlich sagen, ich habe dann einen Freund gehabt, einen Neurologen, der hat zu mir gesagt, Thomas, dieses Projekt gehen wir an. Aber wenn ich irgendwas entdecke, sei nicht traurig, wenn halt doof zu finden. Mhm. Also das sind, glaube ich, die 2 Punkte, die hier zusammenkommen. Das ist das eine. Aber trotzdem muss man und darf man. Und das finde ich ist eben auch, das macht Deutschland. Und die 2. Kameraeinstellung sind dann die Close-ups. Mhm. Und zudem also habe ich dann die Nahaufnahmen. Und zudem habe ich wieder Fixseile anbringen müssen für die Kameramänner. Und das habe ich dann auch wirklich ganz gewissenhaft gemacht. Ich habe mein Spezi dann abgelassen mit dem 60-Meter-Seil, kam auf dem Band, ist dann abgestiegen, unten in den Wald rein, hat dann auf mich gewartet. Und ich habe dann diese Kamerapositionen, das Seil dann in die Wand hinein fixiert. Die steigen dann an den Steigklemmen auf. Und dann, ich war in der Wand tagtäglich unterwegs, habe da viel trainiert, habe gewusst, das Seil ist immer lang genug. Mhm. Und ich hatte ein Seil,
jetzt bei mir, das ich nicht gekannt habe, aber ich habe gedacht, das ist lang das genug. Passt. Und seil ab und schau noch. Und auf einmal ziehe ich das Abseilgerät durch und dann macht es Teng und ich stürze ab. Und ich meine, das war eigenartiges Gefühl. Also ich, das war keine Angst, da ist gar nichts dabei, sondern ich habe einfach gemerkt, wie ich kopfüber runterfalle und innerhalb kürzester Zeit bin ich dann unten aufgekommen, sitze dann da. 16 Meter, ne? Und es waren dann gemessene 16 Meter. Und ich habe diesen Aufprall gar nicht einmal gespürt. Ich habe dann nach links, nach rechts geschaut. Und auf einmal kam dann mein Freund zu mir und hat gesagt, Thomas, um Gottes Willen, bleib sitzen, wir holen die Bergwacht. Und ich habe gesagt, Scheiße, mein Finger war luxiert. Und das ist das Einzige, was ich wahrgenommen habe, dass mir wirklich was passiert ist. Bin dann aufgesprungen und bin dann vom Berg runtergegangen. Und meine Freunde wollten mich dann noch stoppen. Und dann habe ich einfach nur noch gesagt, nein, ich möchte runter, runter, bitte hol's die Rettung. Weil ich einfach Angst gehabt habe, dass mein Finger derartig nachhaltig dann geschädigt ist, dass ich nicht mehr klettern konnte, weil Klettern ist ja mein Leben. Und dann, als ich dann eine halbe Stunde später unten auf der Straße war, kam dann die Rettung. Und die haben mich dann ins Krankenhaus Traunstein gefahren. Und die Ärzte haben dann festgestellt, dass es nicht der Finger war, sondern es war ein Schädelbruch. Ja. Ein Schädelbruch. Und das große Glück war, dass ich selber gegangen bin, dass ich so schnell im Krankenhaus war, dass dieses Ödem nicht die Struktur meines Gehirns zerstört hat und dass ich eigentlich dann nach der OP aufgewacht bin und alles war okay. Aber dieses Ding, das hat zumindest im ersten Moment was mit dir gemacht. Du bist wenig später noch mal allein zu dieser Wand. Ja. War ein Kameramann dabei, der dann dich begleitet hat. Und wenn man dich da sieht, du erklärst dort,
Positionen das Seil dann in die Wand hinein fixiert. Die steigen dann an Steigklemmen auf. Und dann, ich war in der Wand tagtäglich unterwegs, habe da viel trainiert, habe gewusst, das Seil ist immer lang genug. Und ich hatte ein Seil jetzt bei mir, das ich nicht gekannt habe, aber ich habe gedacht, das ist lang genug. Passt. Und Seil ab und schau noch. Und auf einmal ziehe ich das Abseilgerät durch und dann macht es Teng und ich stürze ab. Und ich meine, das war eigenartiges Gefühl. Also ich, das war keine Angst, da ist gar nichts dabei, sondern ich habe einfach gemerkt, wie ich kopfüber runterfalle. Und innerhalb kürzester Zeit bin ich dann unten aufgekommen, sitze dann da. 16 Meter, ne? Und es waren dann gemessene 16 Meter. Und ich habe diesen Aufprall gar nicht einmal gespürt. Ich habe dann nach links, nach rechts geschaut. Und auf einmal kam dann mein Freund zu mir und hat gesagt, Thomas, um Gottes Willen, bleib sitzen, wir holen die Bergwacht. Und ich habe gesagt, Scheiße, mein Finger war luxiert. Und das ist das Einzige, was ich wahrgenommen habe, dass mir wirklich was passiert ist. Bin dann aufgesprungen und bin dann vom Berg runtergegangen. Und meine Freunde wollten mich dann noch stoppen. Und dann habe ich einfach nur noch gesagt, nein, ich möchte runter, runter, bitte hol's die Rettung. Weil ich einfach Angst gehabt habe, dass mein Finger derartig nachhaltig dann geschädigt ist, dass ich nicht mehr klettern konnte, weil Klettern ist ja mein Leben. Und dann, als ich dann eine halbe Stunde später unten auf der Straße war, kam dann die Rettung. Und die haben mich dann ins Krankenhaus Traunstein gefahren. Und die Ärzte haben dann festgestellt, dass es nicht der Finger war, sondern es war ein Schädelbruch. Ja. Ein Schädelbruch. Und das große Glück war, dass ich selber gegangen bin, dass ich so schnell im Krankenhaus war, dass dieses Ödem nicht die Struktur meines Gehirns zerstört hat und dass ich eigentlich dann nach der OP aufgewacht bin und alles war okay. Aber dieses Ding, das hat zumindest im ersten Moment was mit dir gemacht. Du bist wenig später noch mal allein zu dieser Wand. Ja. Auch ein Kameramann dabei, der dann dich begleitet hat. Und wenn man dich da sieht, du erklärst dort, wo du abgestürzt bist und so weiter, dann ahnt man, was da in dir vorgegangen sein muss. Wir schauen mal kurz rein. So, jetzt bin ich da an der Stelle, wo mir das passiert ist. Von da drüben habe ich noch einen Karabiner geholt. So. Und ab dann bin ich wieder rüber gependelt. Und dann habe ich mich so langsam.
an Roman Herzog denken, auch über solche Begriffe plötzlich wieder ganz anders sprechen und die auf der Agenda sind. Wenn wir über Roman Herzog sprechen, letzte Frage dazu, geht es dann auch um die Frage, wie viel Haltung, wie viel Meinung muss sein, was ist wichtig, um überzeugend zu sein als Politiker? Er hat immer für seine Überzeugung gekämpft, nicht nur als unser Staatsoberhaupt, sondern auch als CDU-Politiker, als Minister und auch dann, wenn es einmal geht. Söhne oder ihre Geliebten nicht mehr kommen. Und da habe ich dann plötzlich die andere Seite des Todes gespürt. Das, was du hinterlässt, ist beim Sterben das Schlimme. Nicht das, wo Sie jetzt sind. Ihnen geht es vermutlich sehr gut. Sie sind in einer unglaublichen Landschaft integriert. Ihre Seelen sind frei. Aber es war für mich ein brutal harter Moment. Und diesen harten Moment konnte ich vielleicht da nur bewältigen oder so, dass ich selbst bergsteigen gehe. Und dann sind wir eben zum Ogre 2 gegangen und genau zu diesem Berg, wo Sie jetzt sind, um vielleicht noch Antworten zu finden auf über Ihre gedachte Abstiegsroute, über die West Ridge. Aber was sagt man denn den Angehörigen, Lebensgefährtinnen? Wie gibt man denen das Gefühl, dass das irgendwie einen Sinn hatte? Ich habe geweint und habe der Jewel, der Freundin von Kyle, gesagt, dass ich nichts gesehen habe. Und das war. Und ich habe ganz genau gewusst, in Amerika sitzen die jetzt da gerade mitten in der Nacht. Und ich war bei der Trauerfeier dann drüben in Amerika später, dann nach der Expedition. Und ich habe dann gewusst, es waren ungefähr 100 Leute da bei der Mutter von Kyle Dempster. Und auch die Verwandten von Scott Adamson, die ganzen Freunde waren. Und die haben nur gewartet, bis ich vom Helikopterflug zurückkam. Und für mich war es wirklich. Ich hätte ihnen so gern gesagt, auch, dass ich sie tot gefunden hätte. Es hätte ihnen auch geholfen. Mhm. Aber ich habe ihnen nichts liefern können, keine Antwort. Und das ist, ich glaube, das ist das Allerschlimmste, wenn du gar nichts sagen kannst. Und ich meine, wenn man zweimal jetzt innerhalb kürzester Zeit, so wie du, auf diese Art und Weise mit dem Tod und mit der eigenen Endlichkeit konfrontiert wird, was macht das mit einem? Das macht eigentlich aus dem, also ich von meiner Seite, ich meine, es ist zwar vermessen zu sagen, ich habe jetzt nicht wirklich Angst vor dem Tod, aber ich weiß, dass ich leben muss und ich bin so dankbar, dass ich lebe, vor allem, weil ich meinen Kindern nach wie vor diese Antworten geben kann, oder meiner Frau oder meinen Freunden. Und diese Antworten können jetzt Kyle und Scott nicht mehr geben. Und ich habe diesen Schmerz gespürt. Ich habe den direkt gespürt und ich war da so unmittelbar auch betroffen. Und es hat für mich selber total viel gemacht, dass ich auf mein Leben wirklich, ich werde in meinem Leben dieser Gefahr konfrontieren, aber habe auch den Mut, Nein zu sagen. Ich bin Bergsteiger. Das ist in meinem Herz drin. Und dass ich wieder losziehen werde, das steht so, das ist hundertprozentig. Weißt du auch, letzte Frage, Thomas. Weißt du auch, dass du irgendwann von einer solchen Community auch die Probleme, also jeder Frau ist es irgendwie schon mal passiert, dass man in Algerien, Tunesien oder Marokko in irgendeiner Form flirtet, wenn das ist ja noch die harmlose Version, aber durchaus verfolgt wird und so weiter. Das ist ein Teil der Realität. Aber das, was jetzt auch ein bisschen passiert, ist einfach diese Generalisierung. Und das ist auch, glaube ich, etwas, was man durchaus auch diskutieren darf. Also als sozusagen so ein Aufschrei, den ich auch sehr hysterisch empfunden habe, wo auch vieles noch gar nicht geklärt war. Ich bin in vielen Punkten auch sehr konservativ und old-fashioned, wo ich mir auch denke, die Polizei muss auch nicht jeden Schritt irgendwie per Twitter auch kommentieren. Also es ist ja genauso, wenn eine Razzia stattfindet, dann twittert man oder facebookt man den ja auch nicht an, wir taggen und wir sind in 15 Minuten da. Also manche Dinge, glaube ich, braucht man auch in der Form gar nicht zu kommunizieren. Ja. Es war wahrscheinlich auch nicht sehr klug, diesen Begriff NAFRI, also der für nordafrikanische Intensivtäter steht. Bei manchen ist das schon irgendwie so in so einen Alltagsgebrauch gerutscht. Ein türkischstämmiger Freund hat mich zum Neujahr mit Frohes Neues, Frau Nafri, sozusagen beglückwünscht. Und natürlich kann man dem Moment auch kurz drüber lachen. Also man steht da ja auch über den Ding. Aber für muslimische bzw. nordafrikanische oder Männer, die in irgendeiner Form südländisch, vor allem aber eben maghrebinisch aussehen, passiert was in ihrem Alltag. Und es gibt viele Männer, die finden das sehr, sehr problematisch. Sie können auch verstehen, dass die Sicherheitsvorkehrungen jetzt zunehmen. Sie können auch die
die Eingriffe, die eben dort am Domplatz, aber durchaus auch in vielen anderen Städten, das war ja jetzt nicht nur in Köln, genau. Köln hatte jetzt nur die maximale Aufmerksamkeit. Richtig, weltweit Aufmerksamkeit. Genau, und es gab natürlich auch die Diskussion, übrigens auch in vielen Ländern, also in Marokko wurde das durchaus diskutiert, ging auch medial durch die Presse. Mhm. Also es ist natürlich schon, man weiß, es muss was getan werden, es gibt auch eine Erwartungshaltung gegenüber der Polizei, zumal natürlich auch Maghrebinerinnen davon betroffen sind. Also in Düsseldorf haben wir diese sogenannte Klein-Marokko-Ella-Straße. Da sind selbst Marokkaner, die in der dritten Generation schon leben, durch diese Kriminellen ja auch betroffen. Also sie werden in ihren Supermärkten ausgeraubt, Taschendiebe sind dort auch aktiv. Aber was natürlich schon auch bedacht werden muss, und da möchte ich auch jetzt nicht, dass man irgendwie das Gefühl hat, wenn man das kritisiert, eben dieser durchaus rassistische Blick, der dann auch mitschwingt, wenn jetzt plötzlich alle Frauen das Gefühl haben, ich muss mich von dunkler pigmentierten Herren irgendwie fernhalten, am besten nicht mit ihnen sprechen. 58% aller Frauen, nur kurz als Einschub, fühlen sich nicht mehr sicher. Genau. Das ist ein Problem, wenn du dich nicht mehr sicher fühlst. Es geht ja auch ein Gefühl ist ja ein Fakt dann in dem Moment, genau, finde ich ganz persönlich. Führen Sie diese Umfrage jetzt, weiß ich nicht, ein halbes Jahr später, wenn diese Debatte wieder abgeflacht ist, nochmal, dann werden es vielleicht durchaus weniger sein. Das hat natürlich jetzt auch ein bisschen mit der aktuellen Debatte zu tun. Ja, und wir alle diskutieren. Also wir diskutieren als Nicht-Muslime, als Nicht-Maghrebiner über dieses Thema. Also es ist überall präsent. Und wir müssen, glaube ich, einen Weg finden, auf der einen Seite durchaus Racial Profiling zu diskutieren. Lachst, aber es war, dass du warst immer sehr nah bei uns, tatsächlich. Ja, wirklich. Und so ist es entstanden und war mal fünf Jahre waren wir am Amazon, jetzt sind wir seit 2 Jahren in München mit unserer Geschichte und dann haben wir gesagt, jetzt sind wir heute ganz lieb zu dir. Komm. Du bist der Initiator gewesen, das heißt, du musst jetzt auch mal zu uns kommen. Und wir würden dich, das ist unsere offizielle Einladung, ob du, wenn wir einen nötigen Termin finden. Ich komme. Weil wir gesagt haben, was du dann nämlich immer machst, auch jetzt die schöne Doku in Israel, die du gemacht hast, du ziehst dann wieder ein Schlauchboot an den Nordpol oder Südpol. Und so Sachen, die wollen wir von dir wissen. Und deswegen ist das heute eine golden umrahmte Einladung an dich. Können wir das rausschneiden, aber ich komme. Genau. Machen wir. Aber was ich, eine Frage habe ich noch zum Schluss an Herrn Hinze. Und zwar, stimmt es, dass Sie bis zu Ihrem 17. Lebensjahr wirklich massiv gestottert haben? Legastheniker und gestottert. Wie sind Sie das losgeworden? Ja, mit 17, 16, 17 ist man ja so in der Pubertät. Damals war es noch ein bisschen später als heute, wie ich festgestellt habe bei meinen Kindern. Und man muss sich die Entscheidung fällen für einen selbst. Stottert man jetzt sein Leben lang, dann ist man ruhig und quält sich dann so. Oder man sagt, nee, ich habe keinen Bock. Und dann kamen die Mädels ins Spiel und das ist echt... Bei einer Anmache ist Stottern echt total peinlich. Hallo, du. Und so, das ist so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, durch da. Und dann habe ich mich entschieden, wie man hört, so viel zu reden, bis das Stottern aufgibt. Aber was ich gelernt habe, was ich nicht wusste, ist, es geht um zwei Arten von Konsonanten, ne, die in Wahrheit Schwierigkeiten machen. Ja, weiche und harte. Weiche und harte. Ja, man stottert entweder an den Weichen, an M's und N's und solchen, oder an K's, so einen harten Buchstaben. Und beim Vorlesen ist das eine Katastrophe, weil man da in der Schule, das steht dann da, wenn da kannst du mal die, dann hängt man da. Ja. Ja. Und ich hatte mehr die weichen Laute. Und das Verrückte, deswegen Schnelldenken, dadurch der Stotterer formuliert ständig um beim Zuhören. Weil der jeden Satz natürlich dann mit einem harten Laut. Weil du das vermeiden willst, natürlich. Ja. Und das macht er ständig. Also der hat 10, 12, 20 Varianten von Wörtern, die er benutzen kann. Das trainiert man als Kind, als Stotterer, unwissentlich sein Gehirn. Aber das ist mir erst später aufgefallen. Das ist ein irrer Stress im Kopf, ne? Wahrscheinlich, oder? Ja, Stottern ist ja auch super peinlich. Ich meine, muss man mal sagen. Ich habe jede zweite Pause musste ich einen verprügeln, weil der Stotterfritze gesagt hat. Und das in der Schule, ganz bei Ihnen in der Nähe. Und kann ich noch mal einschalten zum Thema Immigrationshintergrund. Ist verjährt. Ja, aber ich bin nur froh. Ich weiß auch gar nicht genau, ob ich losgeworden bin, aber ich beachte es nicht mehr. Ich glaube, ich stotter manchmal noch, oder? Nein. Du bist lieb, das sagst du jetzt nur, weil du nicht sagen willst. Nee, also siehst du, du stotterst. Nein, ist es. Nee, ist alles gut. Ja, aber...